Ich bin Stefan aus Nittel von der schönen Mosel. Ich bin FCK-Fan, seit ich denken kann. Und ihr hört Betzigerbubble, der FCK-Podcast. Herzlich willkommen zu unserer Folge 29. Es ist, guck nach, gerade noch so 20.08 Uhr und ich begrüße euch. Und ich begrüße euch zu unserer Sondersendung zur diesjährigen Jahreshauptversammlung. Begrüßen darf ich heute den Tobi. Hallo Daniel. Den Patrick. Hi Daniel. Und wir haben einen Gast heute, nämlich den Tommy. Hallo Tommy. Hallo Daniel. Stell dich doch unseren Hörern gerade mal kurz vor. Also ich bin der Tommy, 33, seitdem ich 16 bin, eine Dauerkarte und habe eigentlich auch schon so jeden Scheiß miterlebt, den man mit dem Verein miterleben kann. Im Guten wie im Schönen, und ich freue mich, dass ich heute Abend bei euch mitwirken darf. Im Guten wie im Schönen. Okay, der Paul kann heute leider nicht bei uns sein, zumindest nicht persönlich bei der Aufnahme, aber wir werden am Ende der Sendung mal kurz live nach Nürnberg schalten, um eben auch seine Meinung zur Jahreshauptversammlung einzuholen. Dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der Besprechung. Kurz ein paar Eckdaten. Also es gab... Was ist das denn? Herein. Hallo? Jungs, wer ist denn du? Was? Ich bin's, der Flo. Was macht ihr hier? Ah, Flo. Ja, hast du die Inladung nicht gekriegt? Was für Inladung? Davon habe ich keine Kenntnis gehabt. Ja, du hast schon ganz genau gewusst, dass wir beschlossen haben, dass wir die Empfangsbestätigungen nämlich prüfen. Ja, aber nee, davon hatte ich leider keine Kenntnis. Ja, kann ich jetzt mitmachen oder bin ich, also nickt ihr das jetzt ab, wenn ich mitmache heute Abend oder nicht? Ich würde sagen, wir tun es nachträglich genehmige. Ja. Ja, wäre ich auch dafür. Ja, okay. Paul brauchen wir jetzt ja nicht mehr fragen, ne? Wir sind ja schon dann zu viert, ne? Wo das dann... Wir haben ja schon die Mehrheit. Ja, okay. Ja, es war Mehrheitsbeschluss, ja. Ne? Ja, genau. Okay, dann kommen wir mal zum... Hallo Flo. Hallo Flo. Ach, auch hier? Ja. So, dann... Macht nix, ich bin schneller wieder an der Führungsspitze, wie ihr gucken könnt, das verspreche ich euch. Gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit der Besprechung. Kurz ein paar Eckdaten. Also es gab insgesamt 12 Tagesordnungspunkte. Wir werden jetzt nicht alles im Detail besprechen, aber eben die wichtigsten Dinge, Aussagen und Fakten von der JHV. Los ging es um 15.30 Uhr und um ziemlich genau 23.59 Uhr war Feierabend. Also kurz vor 12. Ja. Im wahrsten Sinn. Ja, also ziemlich genau 8,5 Stunden haben wir am Samstag in der Fanhalle Nord gesessen. Los ging es mit der Begrüßung und da kam auch gleich direkt der Antrag, die Redezeit auf 10 Minuten zu verlängern, statt der sonst üblichen 2. Dafür haben dann auch die Mehrheit zugestimmt und ich muss sagen, insgesamt hat das eigentlich ganz gut funktioniert. Ich denke, wenn es jetzt bei den 2 Minuten geblieben wäre, wäre die Versammlung nur bedingt kürzer ausgefallen. Und so konnte eben jeder ohne Zeitdruck sein Anliegen ausreichend vortragen. Ich fand aber die Art und Weise, wie der Rombach mit diesem Antrag umgang, ist nicht in Ordnung. Ja, allgemein muss man immer sagen, dass 2 Minuten Aussprache für irgendein Mitglied finde ich sowieso mal nicht genug. Ich meine, der kann ja wirklich nicht so Anliegen vorbringen, dass man weiß, was er will. Ob jetzt 10 Minuten maximal, es ging um maximal 10 Minuten, fand ich schon in Ordnung. Wobei der wahrscheinlich schon damit gerechnet hat, dass es halt so viele Aussprachen gibt und es halt so hart auf hart geht dann. Aber das Dummgebabbels, ja, wenn wir das jetzt auf 10 Minuten beschließen, dass dann jeder Wortbeitrag 10 Minuten lang dauert. Das ist ja völliger Schwachsinn. Man hat im Endeffekt auch gesehen, dass es nicht so war. Es gab im Endeffekt nur einen Beitrag, wo man wirklich die Glocke gehört hat. Der Rest war alles kürzer. Und gerade bei dem Beitrag wollten große Teile der Mitglieder, dass derjenige noch weiterredet. Ne? Ja. Darf man nicht vergessen. Also diese Beschränkung finde ich generell nicht so schön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter. Tagesordnungspunkt 2 war dann die Beschlussfassung über die Behandlung der Mitgliederanträge. Da wurde bis auf der Antrag Projektaufstieg 2016 alle angenommen. Also Aufstieg wurde nicht beschlossen am Samstag. Ja, Gott.
Man kann damit andere Worte sagen, der Antrag auf Aufstieg wurde nicht behandelt. Das ist ziemlich schade, weil aufgestiegen wäre ich gerne halt irgendwann. Aber ja. Der für die dritte Liga wird angenommen. Also. Ja. Wäre natürlich klar, ich will das jetzt nicht schlecht machen oder so. Ich habe den Inhalt von dem Antrag schon verstanden. Ja, dann beginnt mit dem Bericht des Aufsichtsrats. Also da hat der Dieter Rombach, Professor Dieter Rombach eben angefangen. Sein Hauptanliegen wären zwei Dinge gewesen. Zum einen die Einladungen zur Jahreshauptversammlung, die eben verspätet abgeschickt wurden. Und das andere, sein anderes wichtiges Thema war der Vorwurf des Abnicker-Gremiums. Bei der Post war es ja so, dass der Beleg der Post beim FCK vorliege. Den hat ja auch die Rheinpfalz dann gesehen. Die Mitglieder aber nicht. Also das war, also ich habe mir eigentlich erhofft, dass wir da jetzt in der Hinsicht ein bisschen Aufklärung bekommen, aber der Herr Rombach hat einfach nur gesagt, ja, der Beleg ist da, es wurde am 26.10. losgeschickt und ist halt so. Aber wirklich was gesehen hat man jetzt auch wieder nicht am Samstag diesbezüglich. Wenn wir mal über den ersten Teil von der JHV sprechen, und das gehört ja noch zum ersten Teil, Daniel, was du gesagt hast, ist mir das verdammt oft aufgefallen, dass halt einfach irgendwelche Behauptungen abgetan wurden und halt Selbstbehauptungen aufgestellt wurden. Und man dann halt noch dem Verfahren vorgegangen ist, dass man gesagt hat, ja, wir sagen das so und das ist so. Und ich gebe dir recht, ich hätte wirklich den Beleg von der Post, hätte ich wirklich auch gern mal gesehen. Davon mal abgesehen, finde ich es halt in Ordnung, dass kann natürlich jeder halten, wie er will, aber finde ich es in Ordnung, dass halt irgendeine Zeitung, egal welche, vor den Mitgliedern irgendwelche Belege oder irgendwelche Beweise sieht. Und die Mitglieder sehen sie dann gar nicht, das ist ja wieder was anderes. Aber es ist ja nicht irgendeine Zeitung, es ist ja die Zeitung. Allgemein jetzt mal erstmal irgendeine Zeitung, bei uns in Laudern ist es halt die Zeitung, aber ich finde, das kann ich halt auch gar nicht machen, das geht nicht. Vor allem, er hat versprochen, dass die Ergebnisse oder der Beweis auf der Mitgliederversammlung veröffentlicht werden und alle Mitglieder sollten darüber aufgeklärt werden. Man hat es eigentlich mit einem Satz gemacht. Mhm. Ja, also der Rombach hat einen Satz gemacht zu dem Versand von der Inladungen und später der Grünewald in seinem Bericht, in dem er den Fehler ingesteht, dass er halt die Infopost falsch ingeschätzt hätte. Fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schwach, gerade wenn kurz vorher noch was in der Zeitung drüber steht. Und ja, vor allen Dingen ist es halt ein bisschen dünn begründet, ja. Irgendwelche, weil da hätte es ja viel mehr Erklärungen, mit Sicherheit viel mehr Erklärungsbedarf dazu geben und die Erklärung hätte man auch liefern können, aber hat man halt einfach nicht gemacht. Ja, vor allen Dingen, was das Ganze auch an Kosten verursacht hat, wenn ich da 19.000 Inladungen verschicke, das sind ja auch mehr als 3,50 Euro. Ja, gut. Ne, wir haben ja auch 50.000 Euro für Nothing Ding 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 Ding. Ja, es kommt ja noch. Kommen wir später noch dazu. Aber was ich nicht verstehe, ist, dass der FCK, der FAZ, also Rombach hat ja auch gesagt, die haben die FAZ, haben sie eine einstweilige Verfügung geschickt. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, wenn man schon so auf Konfrontationskurs mit der FAZ steht, und das ist schon seit Jahren, warum muss ich dann unbedingt wegen so einer Posse dieses Verhältnis noch weiter auf die Spitze treiben? Das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe. Wenn jetzt der FCK gesagt hätte, gut, wir haben halt absolut alles richtig gemacht und die behaupten halt, es ist nicht so, und dann würde ich es noch verstehen. Aber dann eine einstweilige Verfügung zu schicken, nee, wir haben nicht das falsch gemacht, sondern das, also wenn ihr schon meckert, dann schreibt es bitte richtig. Das ist für mich irgendwie, keine Ahnung, Schwachsinn. Ja, warum war es denn konkret dann zu spät? Also das ist für mich nicht so richtig rausgekommen. Ja, ich denke, weil der Grünewald das falsch eingeschätzt hat, wie lange Infopost wirklich unterwegs ist. Ja, denken ist aber nicht so gut. Wissen ist immer besser. Ja, natürlich. Ja, der andere Punkt, das war eben, als Rombach gesagt hat, er wollte eben diesen Vorwurf aus dem Weg räumen, dass der Aufsichtsrat ein Abnicker-Gremium sei, was halt ihm später auch noch irgendwie um die Ohren geflogen ist, aber dazu kommen wir ja noch. Was auch noch ein ganz, was halt auch eine interessante Aussage von Rombach war, ist, wir könnten uns ein, zwei Transfers mehr leisten, wenn wir uns nicht ständig gegen Gerüchte verteidigen müssten. Frage ich mich halt zum einen, der FCK hat jedes Jahr Beratergebühren von um die 500.000 Euro, gibt da jetzt 50.000 Euro für so einen Feng Shui-Quatsch aus, was der Rombach selbst nicht gut findet im Nachhinein. Und dann heißt es aber, ja, wir müssen jetzt hier ein Gutachten, zum Beispiel dieses Gutachten, das der Aufsichtsrat veranlasst hat, um Grünewald zu entlasten. Dieses Gutachten, das wurde nie gefordert.
dieser Antragsteller hat sogar noch am Telefon Grünewald gesagt, ich möchte dieses Gutachten, ich brauche dieses Gutachten nicht. Und trotzdem wird es eben erstellt. Und das sind eben diese Dinge, wo der FCK eben Geld rausschmeißt. Und da verstehe ich eben diese Kritik, kann ich nicht wirklich zu 100% nachvollziehen. Hat er nicht auch gesagt, dass man uns einen Spieler mehr leisten könnte, wenn man kein farbiges Stadionheftchen mehr hätte? Ich wollte gerade sagen, das wäre das Erste, was ich anbringen wollte. Das bezahlen die Leute doch aber auch. Dass das dann halt am Schluss fast so geändert ist wie, also jetzt ein bisschen überspitzt, wenn keiner mehr aufs Klo geht mit dem Stadion, könnte man es auch noch einen Spieler leisten. Richtig. Das muss das Erste. Und jetzt muss ich mal überlegen, kurz, was ich das sagen wollte. Du wolltest bestimmt sagen, wegen der 1A-Gastronomie, die auf Erstliganiveau noch ist. Aber total lieber Trip, hat er gesagt. Total lieber Trip für seinen Geschmack. Absolut. Wahnsinn. Ja, oder so farbiges Mitgliederheft und ja, das ist heutzutage nichts mehr Besonderes. Das hat auch jeder. Und dort hat schon angefangen, wo ich gedacht habe, ey, was redet der Mann? Das ist doch gar nichts Außergewöhnliches. Ja gut, aber er wäre ja an dem Abend auch eigentlich in Brasilien gewesen, von daher muss man noch verstehen. Zum Beispiel, das ist halt, auch wenn das vielleicht nicht, das ist bestimmt keine Absicht, aber das waren halt schon am Anfang, und das war ja relativ am Anfang von der Veranstaltung, 2, 3, 4, 5 Äußerungen, die jetzt vielleicht halt beiläufig gefallen sind, aber wo du gedacht hast, ja, schön. Vor allen Dingen, es waren halt viele Äußerungen von ihm völlig unnötig. Ach, ohne. Das Thema war eigentlich erledigt und er schiebt dann noch dieses Kommentar mit farbiges Stadionheft, Erstliga, Catering und eigentlich wäre ich in Brasilien. Das macht die Stimmung für ihn nicht gerade besser. Das wäre sehr unclever von ihm. Die Leute bezahlen doch das Stadionheft. Das sind doch so viel. Wenn du das Stadionheft dir kaufst, ist doch 3/4 nur Sponsoren drin. Ich will mir in der Sage, das sind riesige Unkosten, die sich der Verein in dem Moment stürzt. Das verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Ach, diese ganze Gastronomie, die zahlen doch auch Pacht für die. Ja, das ist doch leider Hand. Deswegen verstehe ich das überhaupt nicht. Ja, genau. Das hat er dann noch revidiert. Meinen sie ja eigentlich die VIP-Logen. Aber das sind ja eigentlich die, die das meiste Geld bringen. Das ist. Ja. Ich lock keine VIP-Kunden, wenn ich denen Bratwurst gebe. Ja, das ist wohl wahr. Vielleicht darf ich noch kurz was zu dem Gutachten sagen. So wie das verpackt war im Nachhinein, war ja nur der Antrag da vorgelegen und dieses Gutachten. Und im Nachhinein hat sich für mich wirklich bewahrheitet, dass das Gutachten ja die Fragen, die dann vorgebracht wurden vom Antragsteller, nicht wirklich beantwortet hat. Und da, was hast du, glaube ich, gesagt, Daniel, eben mit diesem das Gutachten, da geht halt auch sehr, sehr viel Geld umsonst das Fenster raus, das ist halt auch zu überdenken, ne? Und Flo, was ich da noch interessant finde, ist, dass man da halt dann mit Ernst & Young einen der Top 3 oder 4 Wirtschaftsprüfer für so ein Gutachten nimmt und nicht irgendein mittelständisches Unternehmen, was dann letztendlich vielleicht die Hälfte kostet. Wir sind einfach in dem Bereich schon wieder einen Schritt weiter, das ist Champions League. Oh. Ja, das geht schneller, wie ihr Google kennt. VfL Bochum ist an der Champions League und Waldhof ist in der Europa League. Ja. Ja, jetzt lachen wir noch. In andere Bereiche vielleicht. Nee, es ist war heute Spiegel Online. Könnt ihr euch mal auch gucken, alle. Okay. Wie fanden ihr eigentlich die Erklärung oder beziehungsweise die Verteidigung zum Abnicker-Gremium? Weil die war ja schon ziemlich kurz. Also zusammengefasst kann man eigentlich sagen, der Herr Rombach hat gesagt, wir sind kein Abnicker-Gremium, ja, weil wir sind kompetent. Ja, Tobi, das können wir jetzt eine Strichliste führen, wie viele Äußerungen da waren. Ja, das stimmt nicht, das ist nicht so. Da könnte man einfach immer einen Strich in der Traum machen. Und da war es halt auch so. Da wurde halt nur vorgebracht, nee, das ist nicht so. Und bei uns ist es so und so. Wir sprechen alles ab in dem Sinne. So, fertig, das war's dann. Und das konnte sich aber auch keiner die Gegenwehr beziehungsweise irgendwas anderes vorbringen. Und ich glaube, das war ein Grund, dass das halt dann am Schluss in der zweiten Halbzeit, sage ich jetzt mal, so rundgegangen ist. Also ich hätte vor der Versammlung damit gerechnet, dass vielleicht einer der beiden Vorstände nicht entlastet wird, aber dass der Rombach sich so ins Ausmanövriert, hatte ich mit gerechnet. Hat schon nicht mit gerechnet, ne? Nee, weil er hat sich ja quasi selbst komplett in diese Defensivhaltung gebracht. Also ich war völlig fertig, was der Mann getrippt hat. Man weiß ja wahrscheinlich heute oben immer noch etwas, was er dumm und zwerg getrippt hat. Das war wirklich so ein bisschen ach, Defizit an Durchblick zum Schluss.
Oh, da bin ich mal, Tommy, da bin ich mir nicht so sicher. Wenn ich mir gestern den Flutlichauftritt angeguckt habe, da kommen wir später sicherlich noch dazu, bin ich mir nicht sicher, ob das, also, ob der das selbst reflektiert hat. Zumindest bis gestern Abend nicht. Darf man für Defizit einen Durchblick Euro veranschlagen? Das ist, steht ja eigentlich im... Wir sind hier im Podcast Aufsichtsrat. Ich würde sagen, es gibt einen Mehrheitsbeschluss. Na, der klar. Paul kommt zur nächsten Versammlung, der weiß halt von nichts, das ist ja auch gang und gäbe. Ja, oder ich würde jetzt etwas sagen, also ich bin dafür. Ich bin auch dafür, da haben wir es schon. Das ist doch ein Ablegergremium. Ja, ich bin auch dafür, schreibe aber an Paul eine E-Mail oder du Daniel oder du Patrick oder du Tobi, ist egal, irgendeiner macht es schon. Ja, es soll es rückwirkend genehmigen. Geil. Und bei der nächsten Betzegebubble Mitgliederversammlung wird er dann einfach sagen, der Tobi wollte es ausdrücklich. Genau. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Bericht des Vorstandes. Da ging es ja los mit Fritz Grünewald. Ist ja seine letzte Jahreshauptversammlung. Nächstes Mal hat er begonnen damit, dass der Versand mit der Infopost auf seine Kappe gehen wird. Und dann hat er eben ein paar Zahlen vorgestellt. Und, ich möchte jetzt mal ein paar Zahlen in den Raum stellen. Also zum einen hat der FCK im Geschäftsjahr 2014-15 812.000 Euro Gewinn erzielt. Gleichzeitig sind die Verbindlichkeiten des Vereins von etwa 14,9 auf etwa 17,3 Millionen gestiegen. Und zum Stichtag 30. Juni 2015 hatte der FCK eine Liquidität in Höhe von gut 6 Millionen Euro. Was fangen wir jetzt mit den Zahlen an, Tobi? Aus der Abteilung Finanzen und Controlling. Ja, ich will jetzt nicht sagen, wie der Herr Buchholz, dass der Grünewald die Mitglieder anpluft. Ja, vielleicht kann man allgemein dazu was sagen. Also ich finde, was Zahlen betrifft, kann man im Grünewald keinen Vorwurf machen, macht mal niemand was vor. Nur die Zahlen mögen im Moment so sein. Aber was halt vorgebracht wurde mit zum Beispiel neues Konzept und setzen auf junge Spieler, so wie letztes Jahr, um die gewinnbringend zu verkaufen, das ist für mich ein sehr fragwürdiges Zukunftskonzept, weil man ja nicht damit rechnen kann, dass man jetzt jedes Jahr 4, 5, 6 gute junge bzw. Nachwuchsspieler im Kader hat, die man für viel Geld verkaufen kann, weil wenn ich mir überlege, das ist halt ein Jahr wirklich nicht so und jetzt im jetzigen Kader sehe ich zum Beispiel nur 2, die man im Moment salopp gesagt zu Geld machen könnte, dann wird es halt schon ganz schön eng, ne? War auch so ein klasse Ding. Da sagt jemand, oder ich weiß nicht, ob es Grünewald sogar von sich selbst gesagt hat, dass der FCK nur so gute Zahlen hätte, weil er Spieler verkauft. Und dann stellt der Grünewald das so hin, ja, wir sind ja ein Fußballverein, da ist das halt so. Das wäre genauso, wie wenn man sagen würde, wenn der FCK keine Spielergehälter bezahlen müsste, hätte er 11 Millionen Gewinn gemacht. Es ist für mich irgendwie eine Rechnung, die ist für mich Schwachsinn. Aber wenn wir jetzt mal ein bisschen weitergehen, wen haben wir denn dieses Jahr als Tafelsilber? Der Hofmann, ja gut, ob der jetzt so gut war oder nicht, ist die streiten, aber den haben wir für gut Geld verkauft. Orban und Heinz haben wir gut verkauft in die Bundesliga, beziehungsweise quasi Bundesliga. Und wen haben wir denn dieses Jahr? Da haben wir Müller und Zimmer vielleicht und das war's. Wenn sich jetzt noch einer der beiden verletzt, welches Geld haben wir dann im nächsten Sommer, wenn es wieder auf sowas ankommt, Gewinn zu erzielen? Genau, Manager, also unter der Prämisse kann man, also das ist ja okay, Konzept über 10 Jahre, wo man jetzt sicher mitarbeiten kann. Gut, dann haben wir natürlich noch andere Möglichkeiten, aber das wurde ja so jetzt erstmal vorgebracht als Zukunftskonzept Konzept in Anführungszeichen und das ist mir ganz schön sauer aufgestoßen beim weiteren Nachdenken darüber. Was mich in Sachen Bilanzen eigentlich immer aufregt, ist das Wort Verbindlichkeiten. Also die sind ja von 14,9 Millionen auf 17,3 gestiegen. Letztendlich sind Verbindlichkeiten einfach Schulden. Mhm. Und das ist ja schon, also 17 Millionen für unseren Verein. Also das, ich weiß nicht, das ist ein Riesenzahlen. Das wäre für Bayern, wäre das natürlich Peanuts. Aber für uns, mach mir da echt Angst um den Verein. Ja, aber Barcelona und Real Madrid, die lachen über sowas an, ne?
Ja, da sind wir ja fast. Ja. Ja, und allgemein vielleicht zu dem Vortrag, kann man so sagen, es waren halt wieder viel zu viele Zahlen und es war halt auch viel zu lang und irgendwann hat halt niemand mehr zugehört, weil ich schätze, in dem Raum von 1000 Leute waren vielleicht, das ist 100, 150 gewesen, seit die jetzt von BWL so Ahnung haben wie der Grünewald. Und dann ist es halt bei jeder Mitgliederversammlung so, dass man halt noch eine gewisse Zeit merkt, jetzt hört keiner mehr zu und jeder hofft, dass er jetzt bald fertig ist. Und zumal er ja vorher noch angedeutet hatte, dass er nicht so viele Folien hat dieses Mal. Aber er hat eine Lieblingsfolie dabei gehabt. Genau, aber dafür hat er die Lieblingsfolie dabei gehabt. Und ich war aber, muss ganz ehrlich sagen, ich war froh, wo er dann fertig war. Wobei aber auch, muss man jetzt auch mal sagen, es war ja jetzt zum ersten Mal, meine ich, die Rede davon, dass am Ende der Laufzeit der Betze-Anleihe die Leihanleihe umgeschuldet werden muss. Mhm. Das haben wir ja schon öfter angesprochen. Also wir haben ja bisher immer gesagt, wir machen es wie, weiß ich, wie Schalke oder so, dass wir einfach eine neue Betze-Anleihe auflehnen und lösen dort damit die alte ab. Nur jetzt hat auf einmal im Raum gestanden, der FCK bzw. Fritz Grünewald erhofft sich dadurch, dass sie das Nachwuchsleistungszentrum auf dem Fröner Hof zurückkaufen, haben sie jetzt hier wieder einen Vermögenswert und sind dafür kreditwürdig bei einer Bank, um ein Darlehen aufzunehmen, um die Betze-Anleihe zurückzuzahlen. Also sie zahlen dann quasi keine Zinsen mehr an die Mitglieder für die Betze-Anleihe, sondern zahlen halt Rate an die Bank zurück. Schwachsinn. Ich kann das nicht nur vollziehen. Also der Fröner Hof ist, ich will nicht sagen, am Arsch der Welt, ja, aber er ist Mitte im Wald. Ja, ich kann auf diesem Platz dort nichts anderes machen wie ein Sportzentrum haben. Was anderes funktioniert dort nicht. Ja. Und was ist denn da bitte der Wert von dem Grundstück? Was sollte der Wert sein? Also wenn der FCK zahlungsunfähig wäre und man müsste dieses Grundstück veräußern, wer sollte es kaufen? Wer? Da müsste ein anderer Verein auftauchen, der Interesse hat, dieses Grundstück nutzen zu können, weil du kannst kein Wohngebiet dorthin machen oder irgendwas. Das ist anders, als wenn das mitten in der Stadt wäre. Ja, das Grundstück hat meines Erachtens nicht den Wert, den sich der Fritz Grünewald hier ausmalt. Also ich sag's mal mit anderen Worten, wenn die 2019 läuft die Betze-Anleihe aus, gell? Ja. Wenn die 2019 Bank finde, die denen dort dafür Darlehen gibt, dann Hut ab. Darlehen kriegen sie bestimmt, aber niemals über die Höhe, was sie wirklich brauchen, um die Leute auszuzahlen, weil das wird so nicht funktionieren. Jo. Dann noch zu einem unschönen Thema, was Fritz Grünewald noch angesprochen hat, ist, dass dem FCK Geld unterschlagen wurde. Bis Mai 2014 waren das insgesamt 384.000 Euro. Tobi, vielleicht kannst du dir mal kurz erklären, um was genau es da ging, wie es dazu kam. Also, ich muss jetzt lügen. Wann hatte Fritz Grünewald zum ersten Mal festgestellt, dass... 2009 hat es angefangen. 2009, ja. Also 2009 hat es angefangen, aber er hat es, glaube ich, gemerkt, 2013. Aber nagel mich nicht drauf fest. Genau, also sie haben festgestellt, dass sie immer zum Jahresabschluss hatten so ein Konto, auf diesem Konto Fehlbetrag war. Und der war, ich müsste jetzt lügen, aber... 50.000, sowas. Nee, im ersten Jahr waren es mehr. Es waren über 100, meine ich. Ja, im ersten Jahr meine ich auch irgendwas 103.000. Ja, genau. So, und dann wurde ihm von seinem Vorgänger gesagt, ja, das hat mit Umsatzsteuer von Amerikanern zu tun, weil es ist ja so, dass Amerikaner, also Stationierungskräfte, die zahlen in Deutschland UK Mehrwertsteuer. Ja, die haben so meistens so Berechtigungsscheine oder irgend sowas und dann zahlen die halt, ich meine, jetzt Tickets oder irgendwas netto, so irgendwie muss das Sinn. Und dann ist dieses Konto immer am Ende des Jahres, hat halt so damit zu tun, wird immer ausgebucht, ja. Und dann hat sich der Grünewald erst gedacht, okay, das muss plausibel sein, es wird halt einfach ausgebucht, klar. Und dann ist diese Summe im Folgejahr ist gefallen, weil hat irgendwann eine Zahl im Raum gestanden von um die 50.000 irgend sowas, ja. Und als dann diese Zahl ein Jahr später oder zwei Jahre später wieder über 100.000 gestiegen ist, hat er gesagt, Moment mal, das kann überhaupt gar nicht sein. Er will das mal genauer wissen, was steckt da hinten dran. Und dann hat er ja eine rieselange Geschichte erzählt, wie sie da drauf gekommen sind. Und externe Beratungsfirma, die wollte 90.000 Euro dafür haben, um das rauszufinden und was weiß ich. Und dann haben Mitarbeiter vom FCK in nächtelange Arbeit eben Buchungssätze manuell auf diesem Konto kontrolliert. Wo man dann am Ende festgestellt hat, dass es sich um den Bereich Ticketing handelt und es immer was mit Barumsätze zu tun gehabt hat. Und so kam man dann am Schluss irgendwann dem Täter auf die Spur. Also mit anderen Worten, es wurden halt wohl Tickets verkauft, aber es wurde meines Erachtens dann nicht der gleiche Barbestand auf diesem Konto ingezahlt. Und so kommt es am Ende dann halt zu dieser Differenz.
So hat er es jetzt, so hat er es erklärt, oder? Ja, so war es halt die Geschichte. Dann wurde da auch noch Details über die betreffende Person genannt, die würde ich, wenn ihr einverstanden seid, nicht nennen hier. Das fand ich jetzt auch nicht ganz in Ordnung, weil jeder, der sich mit dem FCK auskennt, ein bisschen der, weißt du, das Ticketing nur 4 oder 5 Mitarbeiter hat in dem Sinne und kann sich jetzt zusammenreimen, wer das dann war. Also man muss sagen, im Endeffekt waren es hier weit über 300.000 Euro, die der FCK dadurch verloren hat. Also der FCK wurde hier mit krimineller Energie betrogen, das ist Fakt. Mhm. Was ich im Endeffekt ein bisschen schäbig finde, dass man da auf der Jahreshauptversammlung so lang drauf rumreitet. Ich meine, die Arbeit der Mitarbeiter, ja, finde ich top, wenn das so viel Überstunden alles waren, alles okay, ja. Nur freue ich mich, was soll die Geschichte? Also, ich hätte da keine einfach gesagt, es ist halt so basiert und so weiter. Dann am Endeffekt haue ich noch Details zu dieser Person raus. Es handelt sich, ich hätte es fast gesagt, und es geht, ich will dazu gar nichts sagen. Im Endeffekt hat er so viel gesagt, dass man im Kaff wie Lautre relativ schnell eigentlich herausfinden kann, wer es dann war, wer es wirklich wissen will. Viel schlimmer finde ich eigentlich, das ist meine persönliche Meinung, dass ein Finanzvorstand erst Jahre später auf die Idee kommt, das mal genauer zu überprüfen. Weil der Betrag war ja um einiges höher, wie das, was man für Feng Shui bezahlt hat. schäbig deshalb, weil er irgendwie mit dieser Geschichte jetzt noch mal raus, also so ein bisschen aufzeigen wollte, was er überhaupt drauf hat, so kurz vor seinem Vertragsende, ja, und dass er nochmal mit gutem Licht durchsteht, gerade weil ja nach dieser Rede dann dieser Antrag von dem Mitglied bezüglich Fritz Grünewald direkt und seine Verstrickungen in seine GmbHs und sonstige Firmen und was weiß ich, ja, noch offen war. Und das, ich fand das halt, wenn ich ehrlich bin, schäbig. Oder sehen ihr das anders? Ja, ich glaube, die Informationspflicht war das schon gegeben, das ist vielleicht deswegen gemacht worden, aber das hat sich halt auch in die Länge gezogen und es war halt auch dann am Ende seines Vortrags, muss man auch dazu sagen. Aber das hat so das Publikum nochmal aufgeweckt, weil das halt jetzt eine Geschichte war, die ein bisschen greifbarer war wie irgendwelche Zahlen auf irgendwelche Charts. Aber ich gebe dir recht, es war gegen Ende war es halt schon ein bisschen zweifelhaft mit, soll man sagen, mit persönlichen Daten zu nennen und sowas. Und ja, ich finde, das macht man einfach nicht. Ich fand halt die Relation, die Länge des Berichtens über diesen Fall in Relation zum Rest hat nicht ganz gepasst. Da ist zu lang rumgeritten. Ja, vor allem es waren insgesamt, wie viel waren es? 384.000 Euro. Also das ist eine ordentliche Summe über die Jahre. Und wieso das nie früher aufgefallen ist, ist mir halt schleierhaft, weil selbst 50.000 im Jahr ist ein Wort, also da hätte man noch einen Feng Shui-Mitarbeiter sich gönnen können. Ja, auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich froh, dass es irgendjemand aufgefallen ist. Wann jetzt, ist jetzt irrelevant, aber der Tobi hat es ja schon gesagt und bevor wir da wirklich nur rumkritisieren, kann ich mir schon vorstellen, dass diejenigen, die das gemacht haben und einzelne Buchungssätze durchgeguckt haben und das ist jetzt wirklich kein Spaß, die haben dann schon eine gute Arbeit gemacht. Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem. Ich hätte gerade noch eine Frage an euch. Ja. Fanden wir nett, als der Herr Grünewald quasi sein eigener Fehler mit dieser Infopost sich eingestanden hat, dass er das hätte können, nicht schon vor 3 Wochen oder so machen? Und man hätte können einfach sagen, wir haben einen Fehler gemacht. Und man hätte sich können dadurch diese ganze negative Presse vielleicht ein Stück weit sparen und die ganze Häme über Woche? Ja, hätte man machen können. Mehr Option gewesen, oder? Ja, hätte man machen können. Also meine persönliche Meinung ist, dass Medienkompetenz beim FCK schon länger abhanden gekommen ist. Oh. Ja, sorry. Und dass zum einen über die Vereinsmedien selbst und zum anderen, wie sich der Verein anderen Medien gegenüber präsentiert. Das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe mit der FAZ. Wo sie diese völlig unnötigerweise diese einstweilige Verfügung erwirkt habe. Da kann man auch der SWR nennen, auf den sie wieder, auf dem wieder rumgehackt wurde, den man im Endeffekt ja aber eigentlich auch irgendwo braucht. Also ja, da wird gejammert, man findet keine Sponsoren und dann teilt man in alle Ecke und Kante in alle Richtungen aus. Das passt für mich irgendwie auch nicht zusammen. Sollten sie dafür vielleicht mal Berater holen?
Presseparade. Oder nur Gutachte. Ja, genau, Gutachte. Im Gutachte steht drin, wir machen alles richtig. Interne Aufklärung. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Bericht von Stefan Kunz. Die Rede war im Vergleich zu denen, was wir schon von ihm gehört haben, relativ langweilig eigentlich, ne? Also er hat jetzt zum Beispiel auch gesagt, hey, im nächsten Jahr rollen die Bagger am Brünnerhof an. Daniel, so wie letztes Jahr und so wie vor zwei Jahren. Ja, wisst ihr. Ich habe heute irgendwo in diesem anonymen Internet, ja, habe ich irgendwo gelesen bezüglich der Bagger, dass diese Bagger letztes Jahr schon gefahren sind und vorletztes Jahr. Und ich meine, man weiß ja auch nicht, wo die Bagger herkommen und so ein Bagger fährt ja auch mal langsam, ja. Und von daher kann es vielleicht wirklich sein, dass der Bagger nächstes Jahr dann dort ankommt und der Baggerfahrer dann so eher so, denn wer baggert da so spät noch am Baggerloch, das ist der Bodo mit dem Bagger und der baggert noch. Vielleicht hat man die ja von Gazprom geliehen und die müssen jetzt halt vom Ural oder vom Nordpolarkreis ja schon erfahren. Ja, das kann alles sein. Tobi, der Mike Krüger ist doch aber gar nicht mehr Musikchef tätig, oder? Ist der Mike Krüger ist jetzt unser Berater, deswegen ist das. Ach so. Ah. Mir fällt der Draht aus der Mütze und mein Bauch tritt aus. Ja, schönen Gruß an den Herrn Remy. Ja. Vielleicht mal zur Rede von Stefan Kunz, Daniel, was du gesagt hast, es stimmt, er hab schon schärfere Sachen erlebt, das stimmt, aber nach wie vor muss ich mal ein Kompliment machen, er war der Einzige, der jetzt fast nicht auf sein Zettel geguckt hat und frei geredet hat und hat Gestik und Mimik waren halt wieder hervorragend. Es gibt da eins in der Eponode. Es gibt da eins in der Handlungsnote gibt es eins, aber. In der Eponode? Flor-Handlungsnote ja, 20,0. Wer frei vorträgt, ohne abzulesen, das ist schon mal, das gibt schon mal eins. Ja, siehst du? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das, was halt vorgetragen worden ist, das war halt schon phasenweise ziemlich sinnlos oder gehaltlos. Ich erinnere mich nur an die Geschichte mit dem Nachwuchsleistungszentrum. Das ist ja alles eine gute Idee und sowas. Und das sah ja schön aus, da die Grafik. So ein bisschen mehr Details wären schon schön gewesen, oder? Weil ja, erstens, Grundriss war das ja auch nicht. Das war erst, so ein bisschen was mit Wände und mit Farbe. Ja, das, was halt erzählt worden ist, von wegen, wir wollen da Halle hinbauen und dort zwei Plätze, das ist ja alles gut und schön. Aber ich habe mich dann halt während des Vortrags so gefragt, ja, mit was für einem Geld wollen sie das machen, weil da reichen ja keine 2 oder 3 Millionen, so wie es sich das dargestellt hat. Aber ihr habt das doch auch so verstanden, dass in Zukunft auch die erste Mannschaft auf dem Frönerhof trainieren wird, oder? Ja, ja, das haben wir hier schon öfter zum Thema gehabt. Das ist die Entscheidung von unserem Vorstand, wo die Mannschaft trainiert, ja. Nur ich kann mich halt erinnern, dass damals die Mannschaft wieder zurück zum Stadion sollte. Das war ja explizit der Wunsch, ja. Genau deswegen. So, ja, und jetzt macht man wieder die Rolle, weil das Stadion soll unser Zentrum sein, so hat er es damals gesagt. Dass er jetzt halt wieder entscheidet, dass die Profimannschaft auf dem Frönerhof trainiert, im Sportpark Rote Teufel, um halt so die Verzahnung besser zu haben mit der Jugendmannschaft und so weiter, das ist dann seine Entscheidung, die kann ich im Endeffekt auch nur mittragen. Ich habe da jetzt ehrlich gesagt auch nicht sonderliche Meinung dazu, für mich ist es okay. Ich denke vor allem gerade an unsere letzte Folge, da hatte Patrick von der Generation FIFA gesprochen. Kannst du dich noch erinnern, Patrick? Ja, natürlich. Dass selbst Jugendspieler vom FCK eigentlich keine FCK-Fans mehr sind. Und das wäre vielleicht für mich so ein Punkt, wo die Bindung wieder ein bisschen mehr zurückkommen könnte. Ja, das ist ein Argument auf jeden Fall. Also, wenn sie ihre, ja, ich will jetzt nicht Vorbilder sagen, aber wenn sie die Profis sehen, was vielleicht ihr Ziel ist, das könnte schon was ausmachen. Und auf der anderen Seite, ich glaube, bei der Lizenzierung, wenn es um die Sterne geht, gibt es noch einen Bonus, wenn die Profis auf demselben Gelände trainieren. Okay. Was ich bei Kunz Auftritt noch schlecht fand, war die Begründung zur Trennung mit Marco Schupp, weil also wirklich Neues kam dabei nicht raus letztendlich. Ich habe mir gehofft, dass da irgendwelche Punkte kamen, ein Beispiel, warum es auseinanderging und wieso man dann extra noch vor das DFB-Gericht ging. Also das fand ich letztendlich schon ziemlich schwach.
Er wurde halt auch so, meiner Meinung nach, wiederhole ich mich jetzt auch, aber es wurde halt auch so ein bisschen abgetan. Also es wurde halt kein Grund geliefert, warum das so war. Man hat halt nur von meinungsinternen Meinungsverschiedenheiten, meine ich mich zu erinnern, wurde in den Raum geworfen. Und dann ging es halt einfach nicht mehr. Ja, und er hat noch irgendwas von zwei Vertrauensbrüchen erzählt, aber Details kamen da nicht wirklich an. Muss man ja nicht unbedingt nennen, aber ich finde, es ist trotzdem halt ein bisschen dünn. Ja, also es hat halt für Mitglieder, die jetzt den Beitrag bezahlen, nicht so salopp formuliert, das konnte man halt auch in der Zeitung lesen. Ja, gut, aber ich meine, man hätte schon über Gründe sprechen können eigentlich, unter den Mitgliedern. Also weil das bin jetzt auch wieder Nährboden für Spekulationen. Genau, eben nicht detailliert, was jetzt konkret Vorfall ist, man kann es ja so verpacken, dass man halt einen plausiblen Grund liefern kann. Das geht immer. Und wenn jetzt irgendwie demnächst nochmal eine Krise sein sollte und der Kunst wieder auch in den Medien in den Fokus rückt, dann haben die Medien halt, wenn die das wissen sollten, was da vorgefallen ist, dann haben die halt direkt wieder was, wo sie wieder so einen Anknüpfpunkt haben. Naja, wenn sonst niemand mehr was zu Kunst sagen will. Wenn sie halt verklagt, die Medien. Ja, vom Verstappen verklagen aus Amsterdam. Kannst du noch was sagen, Tobi? Ja, und zwar nochmal bezüglich Nachwuchsleistungszentrum. Stefan Kunz hat bezüglich dem Nachwuchsleistungszentrum gesagt, dass man nach dem Umbau ein deutliches Plus gegenüber anderen Vereinen gewonnen hätte und nannte Beispiele wie zum Beispiel Mainz und Hoffenheim. Haben ihr das kapiert? Nee, nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht wirklich. Ich meine mich nur zu erinnern können, dass es um diese Trainingshalle ging, dass die halt andere Vereine auch haben. Und da kam ja dann das Beispiel mit Bayern München, mit dem U15-Spieler. Und ich glaube, in dem Kontext ist dann auch Hoffenheim, Mainz gefallen, dass man ungefähr dasselbe Niveau erreichen will, wie die jetzt so mal zusammengefasst. Ja, aber er hat von einem deutlichen Plus gesprochen. Ja. Und wenn, ich kann mir das selber nicht vorstellen, aber... Also ich würde jetzt mal sagen, aus meiner, oder das, was ich weiß, ja, also das habe ich ja am Samstag schon zu euch gesagt, wenn man jetzt mal in Zusenhausen war, in dem Nachwuchsleistungszentrum, beziehungsweise das mal auf Bilder gesehen hat oder sowas, also das ist ja noch mal ganz die Nummer was anderes als jetzt der Fröner Hof. In Mainz weiß ich jetzt nicht, da war ich noch nicht, aber in Zusenhausen jetzt im Vergleich, also das ist ja wirklich noch mal eine ganz andere Nummer. Ich rufe der Heidel mal an, kannst du mal Probetraining dort machen. Probe-Podcast. Ja. Mhm. Mit dem Loris Karius würde ich gerne mal einer machen. Loris, ich will deine Frisur. Okay, bevor wir jetzt zu weit abschweifen, wir haben ja noch einiges vor uns, würde ich sagen, machen wir weiter. Und zwar mit der Aussprache. Und da ging es ja richtig rund. Also das waren zunächst die Anträge, die behandelt werden sollten, auch die, die mit der Entlastung eben zu tun hatten. Da ging es los mit dem Antrag zum Abstieg in die dritte Liga. Da hieß es, dass beim einem Abstieg sämtliche Ressourcen in den sofortigen Wiederaufstieg gesteckt werden müssten. Wenn der Verein länger in der dritten Liga wäre, bekäme er sonst große Probleme. Wobei Grünewald auch gleich gesagt hat, dass in dem Prospekt der Betzanleihe dieses Risiko dritte Liga auch klar genannt wurde, dass der Emittent, also der FCK, in der dritten Liga Probleme haben könnte, diese Anleihe zurückzubezahlen. Weiß nicht, ob jemand von euch was dazu sagen möchte? Also er hat explizit gesagt, dass ein Jahr in der dritten Liga wäre zu stemmen. Weitere Jahre wären sehr schwer. Ja, das war jetzt für mich aber nicht unbedingt irgendwas Neues, weil das ist ja, das dürfte ja jedem, der ein bisschen nah dran ist im Verein, dürfte das ja klar sein, dass das in der dritten Liga ein riesengroßes Problem wäre. Es ist ja in der zweiten Liga schon ein riesengroßes Problem. Und in der dritten Liga muss man sich halt nur mal überlegen, dass das Fernsehgeld halt zum minimalen Teil zurückfällt, wenn man überhaupt noch irgendwas damit verdienen kann. Jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, würde ich sagen, das reicht vielleicht gerade mal für, würde vielleicht mal gerade mal für die Busfahrt noch Groß Asbach reichen. weil, soviel ich weiß, überträgt der ist, wäre ja so gar keine Drittligaspiele und wenn man sich das mal halt überlegt, dann kann man ja ungefähr abschätzen, wie viel Geld da fehlen würde. Ich hoffe jetzt mal, dass das Thema dritte Liga für diese Saison erledigt ist und dass es auch nicht mehr aufkommt, weil das wäre halt wirklich der Worst Case. Der Antragsteller, der hat hier mit seinem Antrag signalisiert, dass da eine gewisse Angst herrscht.
dass die Betzanleihe eben bei einem Abstieg in die dritte Liga nicht mehr zurückgezahlt werden kann. Ich kann diese Angst nachvollziehen. Aber es ist einfach mal so, wenn ich eine Anleihe kaufe, dann habe ich das Risiko des Emittenten. Und das bedeutet eben, wenn der zahlungsunfähig ist, ist er zahlungsunfähig. Und dass er zahlungsunfähig ist, ist jetzt bei dem Beispiel FCK natürlich umso größer, wenn er in der Drittliga spielt. Und dass das in den Anlegerinformationen drin gestanden hat, ist halt ein Fakt. Also natürlich hört sich eine Fananleihe nach Hause immer wie so ein sicheres Ding an, ja. Wenn halt die Fachbegriffe aus dem Wertpapierbereich fußballerisch verpackt, aber es ändert an der Tatsache nichts. Wobei der FCK ja nach Aussage von Grunewald jetzt schon 250.000 Euro an Zinsen gespart hat. Das muss man vielleicht auch noch erwähnen, dass das schon, finde ich, auch für die Fans spricht, die sich die Anleihe zu Hause hinhängen und sagen, komm, dem Verein geht eh schon nicht so gut, dann verzichte ich auf meine Zinsen. Ja, ob das für den Verein spricht, ist halt so andere Sache, ja. Oder für die Fans, weil ich glaube halt echt, dass es bei vielen so ist, die wollen halt die Urkunde nicht zerschneiden, auf Deutsch gesagt, und lassen sie dann einfach so hängen, wie es halt gekauft worden ist. Richtig. Ob das jetzt halt für den Verein spricht, muss ich im Teil nicht zustimmen, das weiß ich nicht. Das stimmt, also für mich stimmt es auf jeden Fall mal für die Fans dann. Okay, dann machen wir weiter mit mit dem Antrag eines weiteren Mitglieds, und da war das erste Mal richtig Zündstoff. Und zwar wollte ein Mitglied, hat zum einen kritisiert, dass in der Satzung steht, oder es steht in der Satzung, dass der Aufsichtsrat alle 3 Monate im Mitgliedermagazin Auskunft geben muss über die aktuelle finanzielle Situation. Das geschah in den letzten Jahren in Form eines Interviews mit Dieter Rombach, was dem Mitglied jedoch nicht ausreichend war. Das zum einen, und zum anderen hat dieses Mitglied eben beantragt, aktuelle Finanzzahlen zum Zustand des FCK auf der Jahreshauptversammlung zu erfahren. Da wich Rombach so nicht aus, ja, die haben sie ja eben gesehen, aber das waren eben die Zahlen zum Stichtag 30.06.2015. Das Mitglied wollte eben aktuelle Zahlen vom 12.12.2015 haben, und die konnte Rombach eben nicht liefern. Und da wurde zum ersten Mal die Stimmung richtig hitzig, weil Rombach eben diesen Antrag schon 2 Wochen gekannt hatte und trotzdem das Bedürfnis, beziehungsweise das Informationsbedürfnis des Mitglieds in dem Moment nicht bedienen konnte. Und das scheint ja eine schlechte Vorbereitung zu zeigen. Ja, genau. Zeigt vor allem mal gewisse Arroganz. Ja, schlechte Vorbereitung und Arroganz, jetzt würde ich so stehen oder ja, so nachher, wie das dann halt abgelaufen ist. Halt auch überhaupt nicht gut, ja, weil das war jetzt kein Vorbringen, wo du jetzt nichts bringen kannst. Und wenn man halt weiß, dass es halt schon 2 Wochen vorlag, dann frage ich mich halt schon ein bisschen, naja. Zumal er ja die 5 Minuten lang erzählt hat, er hätte keine Zahlen jetzt vorliegen und dann plötzlich dann doch welche auf seinem Rednerpult gefunden hat. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Ja, und vor allem, dass er Antrag vorleitet und dann auf Emo sagt er, ich kann das nachliefern. Aber das war diesem Mitglied nicht genug und auch zu Recht. Und das bedeutet für mich als Außenstehender, unser Aufsichtsratsvorsitzender hat sich diesem Antrag nicht angenommen. Und hat nur für nicht wichtig erachtet, hat sich ja kein Mühe gegeben. Ja, und das ist peinlich. Peinlich. Und da muss ich jetzt aber sagen, im Gegensatz zum Fritz Grünewald, der in seiner Rede wirklich jede einzelne Frage beantwortet hat, ob das jetzt ausreichend war oder nicht, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Bei manchen würde ich sagen nein, bei manchen würde ich sagen ja. Aber der war richtig gut vorbereitet, das muss man wirklich lassen. Ja, ich denke, dass sich der Herr Rombach wie immer auf den Kunz und Grünewald verlassen hat, was er die letzten Jahre gemacht hat. Und den Leuten hat es einfach nicht mehr gereicht, weil es eben auch in der Satzung steht. Das ist ja auch das gute Recht. Ja, natürlich, eben. Es war nicht aus der Luft gegriffen. Also wer die Interviews liest, der steht immer nur drin, gut aufgestellt. Ja, genau. genau. Gustav gut aufgestellt und ja. Aber dass das denn nicht reicht, das ist ja klar. Ja, Manfred gut aufgestellt heißt der Mann übrigens. Oh, sorry. Ja, ich hoffe, er bleibt. Ich hoffe, sein Vertrag ist nicht an den von Fritz Grünewald gebunden. Ja. Ja, der nächste Antrag oder ein weiterer Antrag beschäftigte sich
mit der Vertragsverlängerung von Stefan Kunz, also ob der, dass der Vertrag jetzt ja nochmal geändert werden müsste, weil Stefan Kunz jetzt ja auch die, die Aufgaben eines Sportdirektors übernimmt. Und da hat Rombach gesagt, dass es in Bezug auf Vertragsverlängerung keine Gespräche gegeben hat bis jetzt. Übrigens auch ganz interessant, so ein 180-Grad-Turnaround von wegen, ja, in der ersten Liga hätten wir einen Sportdirektor gebraucht, aber jetzt können wir es nicht mehr leisten. Ah, jetzt können wir es uns auf einmal doch leisten. Ah, jetzt holen wir jetzt doch keinen mehr, weil jetzt brauchen wir doch wieder keinen. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das ist halt auch wieder so. Ja gut, aber wie das rübergebracht wurde, Daniel, dann am, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Antrag war, da irgendwann später, ich glaube, es war noch irgendwann später, da wurde ja dann eindeutig gesagt, dass Stefan Kunz für Sportkommunikation ab sofort zuständig ist. Stefan halt Kunz, Kommunikation, eine Katastrophe. Oh. Alter. Wow. Ah, sorry, ah. Aber Frauen und Fußball. Tobi und der Fan sind ja schon zu um 22:30 oben, ja, gell? Oh, das ist Ausgangssperre. Vielleicht ist das auch der Grund, warum du Paul heute nicht durch bist. Ich bin mit dem UMTS-Stick hier. Ja, aber lang kann er das, lang kann er die Lebenslüge dann eh nicht aufrechterhalten, weil. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, genau, mit Sport und Kommunikation. Und da wurde ja eindeutig gesagt, es wird kein neuer Sportdirektor eingestellt. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass das so in der Eindeutigkeit auch noch nie geäußert wurde. Dann war das Thema Rolling Devils, die sich ja im Sommer ausgegliedert haben. Da ging es eben darum, da entstand ja eine Finanzlücke von, ich glaube, 60.000 Euro waren es am Schluss. Und ja, da wurde eben die Frage an Herr Rombach, und der hat die Frage dann an Herrn Grünewald weitergeleitet, wie das eben zustande kommen konnte. Und da hat eben der Grünewald und der Rechnungsprüfer, wer war der Rechnungsprüfer nochmal? Klinkowski. Genau, haben eben gemeint, dass die Rolling Devils eben Belege eingereicht hätten, die so aber, nee, wie war's? Die Belege wiesen angeblich erhebliche Mängel auf. Ja, die haben quasi alles, was Gehalt und alles Mögliche, was sie an Ausgaben hatten, immer unter Fahrtkosten gebucht. Das ist dann schon nicht so clever. Stimmt. Es war, glaube ich, kann man es vielleicht so sagen, dass es betriebswirtschaftlich nicht so durchdacht war, wie es sein sollte. War ja auch was hat er gesagt? Die Sponsoren, ein Sponsorenvertrag wäre 2012, glaube ich, gekündigt worden. Ja, die haben noch auf Geld gewartet. Also genau. Die haben diese Differenzsumme, die am Schluss gefehlt hat, die wäre laut Rolling Devils durch einen Sponsor wäre die gedeckt gewesen, und dann hat der Grünewald bei diesem Sponsor angerufen und hat er gesagt, was für Sponsorensumme. Ich habe doch den Vertrag schon 2012 gekündigt, oder ja, so irgendwie war das. Genau. Ja, das spricht jetzt auch nicht, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, es spricht jetzt wirklich nicht, erstens mal, dass die Buchhaltung extrem fehlerhaft war, und auch diese Geschichte, wenn sie denn stimmt mit dem Sponsor, spricht jetzt nicht unbedingt für die Rolling Devils. Auf der anderen Seite spricht aber die ganze Geschichte auch nicht für den Hauptverein FCK. Gib mal wieder nur Verlierer am Schluss. Genau, so kann man es stehen lassen, ja. Dann Thema Ausgliederung. Da war ja letzte JHV eben, wo dieses Drohszenario aufgebaut wurde, ja, wir müssen jetzt demnächst ausgliedern wegen steuerrechtlicher Vorteile und Gemeinnützigkeit und so. Das war in diesem Jahr überhaupt kein Thema, denn Kunz hat gesagt, wir hätten eine finanzielle Entlastung geschaffen und die Gemeinnützigkeit wäre dadurch eben momentan nicht gefährdet, eben dadurch, dass man 2 Jahre hintereinander Gewinn gemacht hat. Das ist dann auch wieder irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, dass es sich widerspricht, aber vielleicht steckt ja was anderes dahinter, dass man letztes Jahr eben diese Reh so aufgescheucht hat und dieses Jahr wäre es, wenn niemand was gesagt hätte, total unter den Tisch gefallen. Ja, mich würde in dem Zusammenhang nur mal interessieren, wie viel Honorar der Mann gekriegt hat, der da letztes Jahr 1,5 Stunden die Leute beschwitzt hat mit irgendwelchen Horrorszenarien. Alter, da hat doch irgendwo in der Tabelle drin gestanden, oder? Ja. Irgendwo in der Tabelle, das, ja. Irgend bisschen bei der Obbe über diese Basai GmbH. Feng Shui. Ja. Also man muss schon korrekt bleiben. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie das, was man da jetzt vorhat. Also das Argument war ja jetzt, dass man Plus gemacht hat und dass im Moment die Gemeinnützigkeit nicht gefährdet ist.
Aber ich würde jetzt behaupten, dass es die nächsten Jahre nicht so bleiben wird. Ob das dann nochmal auf den Tisch kommt, also dass es nochmal auf den Tisch kommt, um es anders auszudrücken, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, Flo, vor allem rechnet man diese Saison ja schon mit einem Defizit von 1 Million. Und ich weiß nicht, korrigiert mich, aber da ist noch die Rechnung, dass man mit 33.000 Zuschauer im Schnitt rechnet. Und wir sind aktuell bei 27.000. Und pro 3.000 Zuschauer weniger geht man von 1 Million weniger in den Kassen aus. Also ist da nach der nächsten JHV dann die Gemeinnützigkeit plötzlich wieder in Gefahr? Ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass das nochmal auf der Plan kommt. Aber wenn man halt, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, wenn man halt sagt, ja, Stand jetzt ist es so und im Moment brauchen wir das nicht. Das ist halt auch nicht, das ist halt über für so einen Verein wie der FCK, der halt wirklich nichts, nicht viel hat, finde ich, ist es halt im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, kein vernünftiges Konzept. Wenn man halt sagt, ja, im Moment ist es so, aber gucken wir mal, so ungefähr nächstes Jahr laden wir den Mann vielleicht nochmal ein, dann kann er nochmal referieren. Ich glaube schon, dass die genau wissen, wann, wie, wo sie irgendwann mal ausgliedern wollen. Aber ich glaube, das wollte er uns so auch nicht mitteilen an dem Moment. Müssen wir mal abwarten. Dann das nächste große Ding von, oder der nächste Schuss vor den Bug von Herrn Rombach. Und zwar ging es um den Antrag letztes Jahr, oder einen Antrag, den der Aufsichtsrat im letzten Jahr formuliert hat, da ging es um die zustimmungspflichtigen Geschäfte des Vorstandes. Im Endeffekt ist in der Satzung geregelt, dass der FCK oder der Vorstand, wenn er Dinge machen will, in einem finanziellen Rahmen von der und der Grenze, ich weiß jetzt gar nicht, wie hoch die Grenze liegt, ehrlich gesagt, wenn er das eben, diese Grenze eben überschreitet, dann muss er sich eben die Zustimmung des Aufsichtsrats holen. Und der Aufsichtsrat selbst wollte diese Grenze eben höher setzen, um dem Vorstand eben mehr Freiheiten zu geben. Beziehungsweise, ich glaube, die offizielle Begründung war, um schneller reagieren zu können, zum Beispiel auf dem Transfermarkt. Damals sagte Rombach, dass dieser Antrag mit allen Aufsichtsratsmitgliedern abgesprochen sei. Und am Samstag hat eben ein Mitglied Jürgen Kind gefragt, dem ehemaligen Aufsichtsrat, der damals eben noch im Amt war, ob er von diesem Antrag wusste. Woraufhin Jürgen Kind zu Protokoll gab, dass er eben nichts von diesem Antrag wusste. Daraufhin hat Rombach eben gesagt, ja, wir sind ja ein Mehrheitsgremium. Und wie war es irgendwie? Die Mehrheit hätte ja zugestimmt. Aber das ist ein unfassbarer Vorgang. Genau, er hat gesagt, wir haben damals gesagt, das ist mit dem Aufsichtsrat abgestimmt, was aber nicht bedeutet mit jedem einzelnen Mitglied. Und das ist, finde ich, eine Katastrophe. Wie wird denn in dem Gremium gearbeitet, wenn es heißt, ja, wir sind zu fünft, wir vier sind dafür, was der Fünfte sagt, das ist ja eigentlich scheißegal, dann fragen wir den nicht einfach, fragen wir den erst gar nicht. Was ist denn das für eine Art zu arbeiten? Das ist für mich hochpeinlich. Und wenn dann Rombach später bei einer anderen Wortmeldung von einem Mitglied irgendwie von Respekt und Fritz Wahl dann alles spricht, das ist eigentlich ein Hohn in dem Augenblick. Und das geht für mich überhaupt gar nicht. Und das war für mich persönlich der ausschlaggebende Grund, warum ich zum Beispiel Dieter Rombach am Ende auch nicht entlastet habe. Weil das ist ein unfassbarer Vorgang in meinen Augen. Das kann man eigentlich genauso stehen lassen. Ja, da stimme ich dir komplett zu. Ja, es geht einfach gar nicht, weil selbst wenn ich die Mehrheit habe mit 4 Mitgliedern als Beispiel, aber wenn ich noch nicht immer den 5. höre will, weil der könnte ja einfach auf Emo ein Licht im Moment haben und könnte sagen, genau. Ey, wenn ihr das machen, Alter, das ist richtig, richtig gefährlich oder irgendwas. Und auf Emo fällt vielleicht noch einer um oder der Zweiter fällt um. Und auf Emo kommt dieser Antrag gar nicht zur Sprache. Das ist einfach nur peinlich. Und es ist meines Erachtens keine Schafferei vom Aufsichtsrat. Genau. Das ist nämlich auch, man hat fünf Leute im Aufsichtsrat, die bringen alle eine gewisse Kompetenz mit. Aber wenn ich dann gewisse Mitglieder und ihre Kompetenz übergehe, das ist doch kein Weg zu arbeiten. Man muss dann auch mal die Frage stellen, ob der Herr Rombach einfach keinen Wert auf der Herr Kind gelegt hat. Ja, in dem Moment haben mir echt die Worte gefehlt. Ja, das, was ihr da alles nennt, das wird ja eigentlich dieses Abnicken eigentlich, was er am Anfang widersprochen hat, würde ja eigentlich das unterstützen, dass es eben im Aufsichtsrat einen Block gibt, zu dem meiner Meinung nach Rombach dazugehörte, dass die einfach, was von oben kam, einfach abgenickt hat und sagt, wir sind drei Stück, wir haben die Mehrheit
und das, was von oben kommt, wird eben abgenickt. Oder verstehe ich jetzt gerade was falsch? Nö, ich sehe das genauso. Das war ja auch mit diesen 50.000 für diesen Feng Shui-Typ. Am Anfang hat er ja behauptet, das wäre ein Beschluss im Aufsichtsrat gewesen, dass das gemacht wird. Und auf mehrfache Nachfragen wurde es dann doch nachträglich abgenickt. Das war auch so ein Punkt, wo ich mich fürchterlich drüber aufgeregt habe. Ja. Genau. Also jetzt wäre vielleicht der Punkt, wo wir mal kurz erklären sollten, was es mit dem Feng Shui auf sich hat. Freiwillige vor. Also. Ja, man hat halt so. Soll ich es mal oder du, Tobi? Lass mal der Tobi. Ich glaube, das wird interessant. Es gab doch diesen Antrag, man solle bitte die Beraterhonorare offenlegen, richtig? Mhm. Ja. So. Und in seinem im Bericht des Vorstandes von Fritz Grünewald wurden dann eben die Beraterhonorare für Fremdfirmen, das sind Anwälte, Berater und andere Berater, offengelegt. Und das Ganze gab es, wie für Fritz Grünewald, bekannt auf einem schönen Chart. Nur, was sehr interessant war, immer wenn es um Zahlen geht, reitete Herr Grünewald sehr gerne darauf rum. Als es aber um die Beraterhonorare gegangen ist, flog uns diese Folie quasi um die Ohren. Ja, also das ging so schnell, das waren zwei Seiten, das ging so schnell. Wenn man die Zahlen mal zusammengezählt hat, waren es meines Erachtens über 500.000 Euro insgesamt. Das sind aber alles damit drin für Anwälte, Gutachter, alles Mögliche, ja. Und komischerweise blieb nur ein Name, und zwar Basai GmbH. Die Basai GmbH, die blieb einem Mitglied in Erinnerung, und wie man das in der Neuzeit heute so macht, hat der das auf seinem Smartphone bei Google ingibt und hat rausgefunden, dass diese Firma so in Feng Shui macht. Also so innere Mitte finde und ja, so Möbel richtig stelle und so ein Kram. Und für diese Leistung hatte der FCK 50.000 Euro im vergangenen Geschäftsjahr bezahlt. Wie findet ihr das? Also die Basai GmbH, also die muss ja richtig gute Preise haben. Auf jeden Fall hat sich dann, 50.000 Euro beim mittelständischen Unternehmen, das ist jetzt nicht so dermaßen die Welt. Aber komischerweise hat sich dann die Mitgliederversammlung gerade an diesem Punkt etwas aufgerieben. Und zwar, ich kann mich erinnern an ein Mitglied, der ist bei der Betze Brenn als Playball bekannt. Und der sagt, er war so und so viele Jahre in China und so viele Jahre da. Er hätte es dem FCK umsonst gemacht, ja. Und dann hat, Stefan Kunz ganz kleinlaut gesagt, die machen ja auch Seminare, also Coaching-Seminare oder irgend sowas. Also er hat nicht gesagt, dass der FCK Coaching-Seminare gebucht hat. Was ja noch viel schlimmer ist. Das ist der entscheidende Punkt, du sagst ja? Es, weil ich es schon oft gelesen habe in den Foren, ja, dass es eventuell Seminare waren, aber das hätte Kunz ja dann gesagt, dass es Seminare waren, sondern der hat einfach nur gesagt, dass sie das anbieten, unter anderem, aber und, ich glaube eher, dass der FCK ihre Möbel umgestellt hat. Ja, noch viel besser. Wer gestern Flutlicht geguckt hat, laut SWR wurden aus der Mannschaftskabine Geister vertrieben. Ja, genau. Alter, ist das geil. Ja, die Geister, aber, die ich rief, wurden dort vertrieben. Aber ich glaube, da haben sie auch den Kampfgeist direkt mit vertrieben, weil der fehlt uns ja komplett. Ja, den Kampf haben sie ausgetrieben aus dem Verein, seit die da waren, ist die Heimbilanz ganz schlimm im Keller. Also ich tippe, dass es in der ersten Hälfte vielleicht so war, dass man den Kampfgeist vertrieben hat und dann vielleicht jetzt nochmal drüber nachgedacht hat, die nochmal zu holen, fürs Abstiegsgespenst zu vertreiben. Gut, und um jetzt mal in dem Punkt zum Ende zu kommen, dann hat sich das eben eher noch weiter hochgeschaukelt. Dann war zum Beispiel auch eine Aussage, sie wurden von uns gewählt, um so einen Unsinn zu verhindern, woraufhin der Rombach gesagt hatte, wir hätten das auch ablehnen können, aber es war damals ein Wunsch der sportlichen Leitung. Und mit dieser Aussage hat er eigentlich das, was er vorher aus der Welt schaffen wollte, diesen Vorwurf jetzt abnicken, hat er damit eigentlich im Endeffekt sich selber voll reingefahren, weil was ist das anderes im Endeffekt? Ja, eigentlich ist das keine gute Idee, ne? Aber wenn ihr sagt, das sollten wir machen, ja, dann machen wir es halt. Er hat, glaube ich, sogar gesagt, wir haben es nachträglich
Ja. Nachträglich informiert war das da, oder? Ist viel nachträglich. Und dann ist ein Mitglied ans Mikrofon gerannt und hat gesagt, das, Herr Rombach, ist Abnicken. Jo. Ja, und das war dann auch der Moment, wo es um Rombach eigentlich geschehen ist. Was ich auch nachvollziehen kann, in gewisser Weise. Also ich finde ja, das Einzige, was du in so einer Führungsposition im Aufsichtsrat machen kannst, ne? Nachträglich machen kannst, ist vielleicht mal jemand nachträglich zum Geburtstag gratuliere, aber ansonsten darf man nichts nachträglich machen. Stark, sensationell. Flo, was heißt denn davon, wenn du dafür einfach mal eine inschenkst? Komm. Also, er war gut, aber Euro. Ja, ist wenn notiert. Du... So. Jo, von mir aus. Mein Gott. Flo, kannst du bitte, wenn du die Überweisung an das Konto von der Betzewutz getätigt hast, bei Twitter bitte deinen Kontoauszug veröffentlichen? Aber nur, wo man sieht, dass, bei welcher ja. Bank du bist. Genau. Und aber bitte nur der Kontoauszug, wo nur dein Kontostand drauf ist. Also ja, das sind die, die aus dem Automat meistens gar nicht rauskommen, weil wenn UK Buchung war, kommt UK Kontoauszug raus. Mensch, die haben die Logos von Deutsche Bank, Commerzbank, Sparkasse und RV-Bank als PNG-Datei irgendwo. Kannst du beim Hans-Thomas Christoph mal frohe, der ist dem Photoshop Philipp verwandt, der kriegt das hin. Aber nur in schlechter Qualität. Ja, ja. Oh Mann. Ja, der Tommy froht sich jetzt Hans-Thomas Christoph. Was das, ja. Alles gut, ich feiere es nur. Alles. Ja, also der Hans-Thomas Christoph, der hat da einen Spitzname. HTC. Dann kommen wir zu den Entlastungen. Da wurde zunächst mit 60,5% beantragt, dass der Vorstand einzeln entlastet wird. Das Mitglied, das im Vorfeld den Antrag gestellt hat auf Nichtentlastung von Grünewald, durfte eben seine Ausführungen schildern. Ja, dann es wurde nicht ganz fertig. Er merkte auch an, dass dieses Gutachten auch ein Stück weit an seiner Kritik vorbeiging. Letztendlich kam es dann so, dass Stefan Kunz mit 61,1% und Fritz Grünewald mit 58,3% entlastet wurde. Und das ist eigentlich ein Witzergebnis. Ein Schuss vor den Bug. Ja, genau. Definitiv. Nee, das ist sogar noch mehr, finde ich, weil wenn man jetzt mal die Pressereaktion auf die 70, irgendwas Prozent von Herrn Gabriel bei der SPD, wenn man das mal beachtet, dann haben die letztendlich noch weniger bekommen. Also es ist nach den Ergebnissen der letzten Jahre, die 80-90% waren, war das eigentlich katastrophal für die. Ja, also ich würde es mal so halten, wenn es der Vorstand jetzt nicht verstanden hat, dass die Mitgliederversammlung nicht nur kurz vor 12 vorbei war, sondern es da immer noch 5:05 ist für die und die jetzt dringend mal was ändern müssen, dann weiß ich auch nicht weiter, weil dann sind sie meines Erachtens nächstes Jahr weg. Also der Grünewald sowieso, aber auch der Kunz. Ich habe die Hoffnung, dass es beim Stefan Kunz ankommen ist. Also wer sei 61,1% Gesicht gesehen hat. Genau das. ja, aber ich. So wie wir der FCK kennen, die Spätischen sind fertig da, alles wieder vergiss. Ja, spätestens, wenn wir der Alko Cup gewonnen haben, ist alles wieder vergessen. Ja, ja, ja. Der Alko Cup. Der Alko Pop Cup. Alko Pop Cup. Ja, dann nach der Entlastung der Vorstände kam es zum Höhepunkt, zur Entlastung des Aufsichtsrats. Da wurde eben mit 64,3% eben auch beschlossen, dass die Aufsichtsräte einzeln entlastet werden. Und dabei sprachen nur 32,8% ihr Vertrauen in Professor Dieter Rombach aus, haben ihn somit nicht entlastet. Riesenkampf, Abel, Frenger und Theis wurden zum Teil sehr, sehr knapp entlastet. Frenger zum Beispiel mit 3 Stimmen Unterschied. Mal gespannt, ob er die Konsequenzen daraus zieht, weil mit 50,2% entlastet zu werden, also wirklich von Vertrauen kann da nicht die Rede sein.
Ja, der Rombach hat ja gestern im Flutlicht schon erwähnt, dass es wohl noch zwei weitere Mitglieder gab, die in dieser kurzen Pause drüber nachgedacht haben, zurückzutreten. Da war mit Sicherheit auch ein Fränger mit dabei. Ja. Weil, ja, der Abel war es wohl mit Sicherheit nicht. Und mit Sicherheit nicht. War nicht. Wenn man, also kann wenn man sich das schon an einer Hand abzählen, wer das war. Genau. Erstens mal, wenn man das ein bisschen aufdröselt, waren da ja drei Mitglieder vom Alte, Anführungszeichen, drei Altgediente und zwei neue. Dass die entlastet werden, das ist ja klar, weil die haben erst ein Jahr Amtszeit. Und es werden dann wohl die drei gewesen sein, die damit kokettiert haben, zurückzutreten. Einer hat es ja gemacht. Dass es beim Rombach so ausgeht, war klar noch den Vorfällen, die da im ganzen Abend gelaufen sind. Und aber mal Fränger, muss ich sagen, da ja mit dem Satzungsausschuss ein bisschen zu tun hat und da ja auch nicht alles glatt läuft oder fast nichts glatt läuft, würde ich mal so sagen. Was ich da so weiß, ist es jetzt auch keine Überraschung, dass es so knapp war. Und ja, was soll man sagen? Dass im Aufsichtsrat an der Führungsposition mal frischer Wind aufkommt, finde ich echt gar nicht so schlecht. Aber ich finde, man hat auch gerade am Gesicht vom Fränger gesehen, dass er damit echt nicht gerechnet hat. Ja, ich finde auch beim Rombach hat Made mitgerechnet, hat er auch nicht damit gerechnet, dass er abgewählt wird am Anfang von der Mitgliederversammlung auf gar keinen Fall. Und ich glaube auch erst ganz spät realisiert, dass es jetzt wirklich sau eng wird. Das war für mich eigentlich, ich habe gedacht, es wird viel enger, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil das war ja schon richtig eindeutig. Er hat ja gestern im Flutlicht ganz klar gesagt, er hat für sich schon den Entschluss gefasst, dass er auch vor der Abstimmung zurücktreten wollte. Ja gut, das... Weil er in diesem Umfeld nicht mehr weiterschaffen wollte, ja. Ja. Da muss ich sagen, das ist halt leichter. Ist halt, wie hat er letztens so geschehen gesagt, nachher ist man immer schlauer, gell? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Tobi, das ist halt leichter hergesagt. Dass man das jetzt sagt, hat mich echt ehrlich gesagt überrascht, dass er das gesagt hat, aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist leicht dahergesagt, das kann jetzt jeder sagen. Aber wenn wir vielleicht mal kurz zu dem Flutlicht-Auftritt kommen, war ich persönlich sehr geschockt davon, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da war ja keinerlei Selbstreflexion dabei. Und wenn halt so Äußerungen fallen wie, ja, letztes Jahr wurden die Leute, die das jetzt vorgebracht haben, niedergepfiffen, oder die Jahre zuvor, deswegen ging es uns halt immer gut in dem Sinne. Und jetzt durften die halt mal reden und deswegen hat es mich dann getroffen. Muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich beinahe von der Couch gefallen, weil ich hatte so das Gefühl, wie gesagt, da war keinerlei Selbstreflexion und keinerlei Fehlereingeständnis dabei. Und waren halt alle andere schuld, nur er halt nicht. Ja, aber das ist ja dann passt er ja voll zum FCK. Ja, wenn man was sieht, Tobi, wenn man was sieht über die ganze, bis zu der Abwahl, über die ganze Mitgliederversammlung, was da alles gelaufen ist und wie er sich präsentiert hat. Und das ist ja wirklich nur, ich würde jetzt mal unterstellen, dass es kein dummer Mensch ist, ja. Das ist ja nur, ein bisschen Vorbereitung ist halt alles. Und wenn man sich richtig vorbereitet und weiß, was auf jemanden zukommt, dann kriegt man das sicherlich geregelt, wenn man ein bisschen Gehirn hat. Da hat er ja gestern um 8 drüber gesprochen, dass wohl der Fehler war, dass sie sich zu sehr auf die Entlastung der beiden Vorstände konzentriert haben und zu wenig an sich gedacht haben. Das hat er ja sogar eingeräumt. Ja, aber wo waren die? Was ich im Burschen recht gehören muss, das ist aber der einzige Punkt, dass halt wirklich ihm niemand zur Seite gesprungen ist, was ich aber verstehen kann, weil es stellt sich ja keiner freiwillig ins Fegefeuer, das ist mir auch klar. Aber das zeigt halt auch schon so ein bisschen neben Mimik und Gestik auf dem Podest von den Leuten, die da gesessen waren, was ich so beobachtet habe, wie da die Verhältnisse sind, um es jetzt mal gelinde zu formulieren. Ja gut, die sind mir schon noch eine Zeit lang zur Seite gesprungen, aber die haben auch irgendwann eins und eins zusammengezählt und dann gemerkt, wo die Reise hingeht. Genau, aber jetzt, wo es hart auf hart gekommen ist, ist halt keiner aufgestanden und gesagt, hey, so war es nicht oder was weiß ich oder keine Ahnung. Weil das ist dann, auf der einen Seite ist es verständlich, auf der anderen Seite arbeiten die halt in gewisser Weise auch zusammen oder halt auch nicht. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe von der Zusammensetzung im Aufsichtsrat auch nichts anderes erwartet, weil im Nachhinein, muss ich ganz ehrlich sagen, letztes Jahr ist er völlig falsch zusammengesetzt. Ja, was ja auch so eine Aussage war von Rombach ist zum Beispiel, dass es am Samstag nicht um Informationen gegangen wäre, sondern es ging ja einfach nur darum gegangen, ihm aus dem Amt zu schassen.
und dass die Minderheiten eben die Mehrheit vor sich hingetrieben hätte. Ja, was ja aber nicht stimmt. Zunächst einmal am Samstag gab es genug Informationen und die Informationslage hat nicht unbedingt für Herrn Rombach gesprochen, muss man auch mal so festlegen. Und das mit den Minderheiten, ja, er hat sich jetzt in der Vergangenheit oft genug auch in der Öffentlichkeit eine Darstellung, also repräsentiert, war, für mich ist diese Entlastung so folgerichtig und vor allem dann mit den Fakten, die dann auf der Mitgliederversammlung geschaffen wurden, vor allem mit dem Behandeln von Jürgen Kind letztes Jahr, da war es eigentlich, da hat es dann nichts damit zu tun, dass Minderheiten irgendjemand vor sich hertreibt. Das hat, das hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Jeder, der sich sein eins zusammenzählen kann, der wird sich zusammenreimen können, dass das, dass es so nicht geht mit dem Herrn Rombach. Ja, eben, das war ja letztendlich nicht nur ein Punkt, wir haben jetzt ja alle angesprochen, sei es der Anfang mit seiner Reaktion zum Antrag auf 10 Minuten Redezeit. Da gab es schon die ersten Buhrufe gegen ihn. Aber was ich noch eine interessante Aussage von ihm fand, ist, dass der Lizenzspieler-Etat jetzt ab sofort oder ab nächstem erhöht werden soll. Das wurde halt mit überhaupt nichts begründet. Da ging auch schon das erste Raunen wieder durch die Mengen, weil es die Kassenlage eigentlich überhaupt nicht zulässt. Ja, ich habe heute im Kicker gelesen, dass das wohl mit diesem neuen Marketingchef, der da wohl eingestellt werden soll, wer auch immer das macht, zusammenhängt, dass der bis zu 4 Millionen halt zusätzlich bringen sollte durch Gespräche mit Sponsoren, indem er sich halt nur darauf konzentriert. Aber das ist... Ja, also Luftschlösser, oder? Sagen wir es mal so, es wäre schön, wenn er das jedes Jahr schaffen würde. Okay, dann... die Folge von der Nichtentlastung war halt eben, dass Rombach zurückgetreten ist. Mit den Worten, heute ist es vorbei, damit habe ich kein Problem. Aber ein kleines Problem habe ich mit der Schadenfreude, die einige haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ja. Den hat man im Saal aber auch gehört. Schadenfreude kann ich aber, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auf gewisse Weise verstehen. Weil da halt schon einige Personen im Saal waren, die halt offensichtlich ihre Schadenfreude gezeigt haben und nach halt Mitte im Saal. Und ich finde, das macht man halt auch nicht unbedingt. Aber das kann jeder für sich selber halten. Aber ich fand es phasenweise, was ich so gesehen habe, fand ich schon ein bisschen peinlich. Aber wie gesagt, ich habe winkende Taschentücher gesehen. Ja, zum Beispiel. Das macht man halt einfach nicht, weil das gebührt der Anstand und der Respekt, dass man sowas halt nicht macht. Und es ist auch nicht im Mittelgang irgendwie darüber schepplacht, dass es jetzt geklappt hat in dem Sinne. Oder dass man jetzt was Gutes gemacht hat, sagen wir es mal so. Ich finde, das macht man einfach nicht. Aber das kann jeder halten, wie er will. Das ist nur meine Meinung persönlich. Aber über die Art und Weise lasst sich sicherlich streiten. Ich fand vieles auch nicht in Ordnung. Aber wie sagt man so schön, wie es in der Wald drin schallt, schallt's raus. Und wenn man jetzt zum Beispiel sieht, wie Herr Rombach gestern im Flutlicht über die Kritiker gesprochen hat, kann man es schon ein Stück weit nur vollziehen, damit, warum manche so reagiert haben, die auch, sag ich mal, im Rahmen von ihrer Tätigkeit öfter mit ihm zu tun haben, sei das jetzt im Satzungsausschuss oder sei das schon seit Jahren auf Mitgliedsversammlungen. Es gab ja schon mehrere kritische Anträge, die auf der Rombach gezielt haben, auch letztes Jahr. Wobei, als er dann aber das Podium verlassen hat, fand ich das für alle Beteiligten extrem fair. Es gab kein Buhruf oder irgend sowas. Es wurde applaudiert für das, was er geleistet hat. Und das fand ich eigentlich so ein bisschen der persönliche Abschluss für alle. Das macht man auch, wenn man Anstand hat, oder? Genau. Richtig. Ja. Genau. Ich würde sagen, das war ein respektvoller Applaus nach dem Rücktritt dann. Ja. Das war für mich also okay, weil ich habe das schon mehrmals gesagt, also es zweifelt niemand an dem Lebenswerk Professor Dr. Rombach, ja, weil der hat sehr viel für die Stadt Kaiserslautern gemacht, am Fraunhofer-Institut, ja, der hat Firmen an Kaiserslautern rangebracht und so weiter und da zweifelt niemand dran, aber ich glaube einfach, dass Herr Rombach und FCK in einem Fußballumfeld einfach am Ende nicht mehr gepasst hat. Deshalb denke ich, dass es ein guter Tag für den FCK war. Ja, das war schön zusammengefasst am Schluss. Letztendlich ist dann Jürgen Kind für den ausscheidenden Rombach in den Aufsichtsrat nachgerückt. Der
soweit der Presse zu entnehmen ist, noch in diesem Jahr tagen soll und einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden wählen soll. Sag mal so, man sieht sich immer zweimal im Leben, ne? Jo. Wenn man an letztes Jahr zurückdenkt, an die Aufsichtsratswahlen, wie Jürgen Kind damals diffamiert wurde wegen dieser Spesenabrechnung von 5.000 Euro, ja, und hierbei geht es ja einfach nur um Zahlungen, die ihm zustehen. Das ist diese Aufwandsentschädigung, Fahrtkosten, was auch immer, ja. Und da wurde auf diese Mitgliederversammlung so drauf rumgeritten, dass er eigentlich aus diesem ganzen Sumpf gar nicht mehr rauskam und sich, sag ich mal, positiv präsentieren konnte. Trotz alledem landete er dann auf dem 6. Platz, also als erster Nachrücker, und ist jetzt wieder im Aufsichtsrat. Für ihn freut mich es ganz besonders, weil ich fand es letztes Jahr unter aller Sau. Auch vom Ehrenrat. Ja, stimme ich zu. Ich glaube, er hat, also wenn man so ein bisschen so Mimik und Gestik beobachtet, hat er das auch schon sichtlich genauso zu Recht, wie er wieder auf das Podium hinaufgestiegen ist. Ich gönn's ihm auch. Und dafür spricht ja die Entlastung, ne? Es mussten nämlich im Rahmen von der Einzelentlastung auch die Aufsichtsratsmitglieder Gerhard Steinebach und Jürgen Kind entlastet wäre. Und Jürgen Kind erhielt 75,3% der Stimmen und ist somit mit Matthias Abel zusammen, also sind die beiden mit den meisten Stimmen zur Entlastung. Und ich denke, das ist ein Zeichen. Ja. Ja. Ja, dann kamen noch ein paar Dinge, die, also wir können jetzt noch über zwei, drei Dinge sprechen, aber ich will das jetzt nicht noch weiter in die Länge ziehen. Zum Beispiel, was noch ein Antrag war, der angenommen wurde in Tagesordnungspunkt 10, dass 73,8% der Mitglieder empfehlen, die Vorstandsgehälter in Zukunft nicht individualisiert in der Bilanz des Geschäftsjahres aufzuführen, was ich eine gute Idee finde. Denn das schafft eben auch wieder Transparenz, die momentan, denke ich, dem FCK ganz gut tut in dieser schwierigen Situation. Von meiner Seite kann man das so stehen lassen. Ja. Gut, dann stand ja noch auf der Tagesordnung die Satzungsneufassung, nachdem dann allerdings schon nach 11:30 war und man schon über 8 Stunden da rumgesessen hat, hat man sich dann darauf geeinigt, das bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu thematisieren. Ich denke, das wird auch dieser Arbeit des Satzungsausschusses, der über Monate und Jahre hinweg getagt hat, eher gerecht, als wenn man da jetzt in 20 Minuten alles durchgewunken hätte. Ja, gibt es von eurer Seite noch irgendwas zu sagen zur Jahreshauptversammlung? Ja, ich muss mich oute. Ja. Ich bin heimlicher Fan von der Erika. Kennt ihr die? Ja, sympathische Frau. Die war letztes Jahr schon mit einem guten Beitrag bei der Jahreshauptversammlung. Ich meine, es war letztes Jahr oder vor 2 Jahren. Ich bin mir nämlich sicher, da ging es damals um die Umgangsformen im Satzungsausschuss, wo sie unter anderem kritisiert hat, dass der Herr Grünewald den Satzungsausschuss mal eine Stunde warten lassen hat oder gar nicht gekommen wäre oder so. Fand ich das damals schon sehr... Jahr. War das letztes Jahr, ja. Fand ich, sie macht es auf eine sehr freundliche, aber direkte Art. Und dieses Jahr begann ihre Wortmeldung mit dem Satz: Herr Kunz, bitte hören Sie auf, den Verein arm zu reden. Ja. Und da dachte ich schon, ey, geil, ja. Und sie hat dann ihr Zettel in der Hand gehabt, ja, und hat das alles vorgetragen. Und Stefan Kunz hat ganz aufmerksam gelauscht, ja. Und sie hat unter anderem den Satz gebrungen. Es ging um die Firma Kömmerling, das ist hier der neue Hauptsponsor von Mainz 05, ursprünglich aus Pirmasens. Herr Kunz, der Weg von Pirmasens nach Mainz führt über Kaiserslautern, ja, und dann war was los im Saal, das kann ich euch sagen, ey. Ja. Und sie hat noch mehr gute Dinge gebrungen, also ich bin ein großer Fan von ihr und ich freue mich schon auf den nächsten Wortbeitrag. Sehr schön. Gut, dann haben wir ja noch einige Zuhörer-Einsendungen bekommen über unsere WhatsApp-Nummer und da würde ich sagen, hören wir da mal rein, was die anderen FCK-Fans und Mitglieder zur Jahreshauptversammlung zu sagen haben. JHV fand ich diesmal sehr angenehm und produktiv. Fand sehr positiv, dass ebenfalls die Kritiker nicht weggebuht waren wie in den Vorjahren, immer bei Tines, Jäggi und so weiter. Die Probeabstimmung, die Frageauswahl, da früher fand ich ein absolutes Eigentor und mal wieder
absolut passend in den in das Jahr, was da alles gelaufen ist. Und dass man sich dann so ein Eigentor schießt. Und, naja, okay. Zu Grünewald möchte ich sagen, das war teilweise hat er sich widersprochen, wenn er die Bilanz von 14-15 vergleicht mit der von 2008, wo er nach eigener Aussage begonnen hat. Mit 2008 hat er, soweit ich unterrichtet bin und er die Mitglieder unterrichtet hat, nämlich seit 2011 gar nichts zu tun. Das allen gegenüberzustellen, finde ich irgendwo verkehrt und nicht der Sache dienlich. Was ich dann aber unterste Schublade fand, war die Sache mit dem veruntreuten Mitarbeiter oder der Mitarbeiter, der das Sache Geld veruntreut hat. 300.000 Euro ist natürlich ein Haufen Geld, aber das 4 Jahre lang, dass es unentdeckt bleibt und dann das als Hauptstory zu nehmen über knappe 10 Minuten, um von sich abzulenken, das finde ich das eigentlich Traurige. Ja, dass ein Bauernopfer gefunden wird, das war nach der Probeabstimmung spätestens allen klar. Und die Stimmung war halt auch derart aufgeladen, dass es so kommen musste. Und von daher hat es mich nicht weiter verwundert. Und wenn Ottmar Frenger eigentlich Rückgrat bewiesen hätte, hätte er ebenfalls mit 50,02% zurücktreten müssen. Das ist sowas von einer Ohrfeige. Und sich dann weiterhin da oben hinzusetzen, ja, da fehlt es. Meine Eindrücke zur Hauptversammlung waren viel Kritik, leider für mich keine Vorschläge, wie man es besser machen kann. Kritik alleine hilft nicht, es müssen auch Besserungsvorschläge kommen. Es wurde sehr, sehr viel Kritik von Fanseite geäußert, für mich gefühlt auch aus sehr gleicher Richtung. Die Kritik war absolut berechtigt, da braucht man nicht drüber streiten. Aber mir fehlte definitiv auch dann die Gestaltung von Besserungsmöglichkeiten. Und das war einfach das, was extrem aufgefallen ist. Kritik ja, aber keine Hilfe, wie man es besser machen kann. Ich hoffe, dass die Vorstandschaft und auch der Aufsichtsrat den sehr, sehr derben Denkzettel gut verarbeitet und ich hoffe, dass die richtigen Lehren rausgezogen werden, weil alles andere wäre dann vom vergangenen Samstag wirklich nicht früchtetragend. Zur Jahreshauptversammlung, wie habe ich sie erlebt? Einerseits sehr lang, sehr zermürbend, irgendwo auch interessant. Es war traurig zu sehen, wie wenig Antworten die Herren auf dem Podium hatten. Ich weiß nicht, ob es üblich ist, aber es wäre von meiner Seite aus wünschenswert gewesen, wenn auch andere Beteiligte vom Aufsichtsrat sich einmal zu Wort gemeldet hätten. Vielleicht hätte der eine oder andere ja was zu sagen gehabt. Wie gesagt, ich kenne mich dazu zu wenig aus, ob das üblich ist oder nicht. Ich hätte es mir einfach gewünscht. Zumal ja die Herren auch sehr mit Transparenz und Kommunikation geworben hatten vor der Wahl. Leider wie immer Fehlanzeige. Bringt mich zum nächsten Punkt. Ja, wie soll ich sagen? Also ein Defizit an Durchblick, was den Herrn Dr. Professor Dr. Dr. Rombach angeht. Für mich erschütternd, wie so ein normalerweise durchaus intelligenter Mensch so unvorbereitet, so schlecht recherchiert bei so einer wichtigen Veranstaltung auftreten kann. Also das macht einen irgendwo fassungslos und zeigt für mich ein deutliches Bild, was im Moment in diesem Verein abgeht, weil Achselzucken, wegwerfende Handbewegung und weiter mit dem nächsten Thema, das kann es echt nicht sein. Also er hat die Quittung dafür bekommen. Ich denke, der Ausschlag war seine Vorstellung. Samstagabend, Samstagnacht, also so jemand darf keine Aufsicht mehr führen. Ob er derjenige war, der alles abgenickt hat und die anderen dazu bewogen hat, entsprechend zu entscheiden, vermag ich nicht zu beurteilen. Einerseits hoffe ich es, dann kann ja jetzt einiges anders und besser werden. Ist es nicht der Fall, werden wir es in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten erleben. Ansonsten finde ich, hat sich Herr Grünewald extrem teuer verkauft. Was jetzt an den Gerüchten letztendlich dran ist, dran war, was wahr ist, was falsch ist. Es ist irgendwo überprüft worden und ich sag mal, vielleicht sollte man es auch einfach glauben. Vielleicht bin ich da auch zu naiv wieder, keine Ahnung, aber
in meinen Augen hat er die Entlassung vielleicht doch zurecht erhalten. Irgendwann sitzen wir vielleicht da und sagen, ach, war es doch anders. Und man ist enttäuscht. Zur Person Stefan Kunz, er hat mich etwas überrascht, weil ich eigentlich eine viel emotionalere, längere Brandrede erwartet habe. Für mein Empfinden war er für seine Verhältnisse sehr im Hintergrund. Hier wiederum denke ich, dass ihm das den Kopf gerettet hat. Vielleicht, weil auch wirklich keiner wusste, wie würde es weitergehen, wer stände denn tatsächlich wirklich zur Verfügung, wenn er jetzt eben dann nicht mehr Oberhaupt des Vereines wäre. Wie geht es weiter mit dem FCK? Ein dritter Vorstand für Marketing? Keine Ahnung. Er soll sich selbst finanzieren. Er soll. Und was ist, wenn er es nicht tut? Muss er dann das Geld einzahlen? Also das ist schon wieder sowas, was mir überhaupt nicht gefällt. Genauso wenig, dass Herr Kunz sich jetzt wieder rein um Sportliche zu kümmern hat. Dann hoffe ich mal, dass er viele Simon Zollers findet und mich Lügen straft, weil hat er nicht vor Einstellung von Markus Schupp behauptet, ihm wäre alles zu viel und er bekommt es nicht hin und er hat ja bewiesen, dass er es nicht hinbekommt. Also irgendwo habe ich da extremes Bauchweh mit und hoffe auf ein glückliches Händchen und durch die Entlastung durch den Marketingchef hoffe ich wirklich inständig, dass es irgendwie funktioniert, weil mir geht's um den FCK und nicht um einzelne Personen. Wie gesagt, als Gesicht des Vereins kann ich mir eigentlich fast keinen besseren wie Stefan Kunz vorstellen. Ich hätte ihn sogar eher in die Marketingabteilung gesteckt und Klinkenputzen geschickt, weil Prinz Charming geben und Leute von irgendwas zu überzeugen, das kann er nun mal wirklich. Und reden und rhetorisch begabt ist er eben auch. So, wie geht's mit dem FCK weiter? Nun, der Heimsieg hat mich tatsächlich etwas überrascht. Über die Spielweise will ich überhaupt nichts sagen. Und ich hoffe einfach, dass nach der Winterpause einfach alles besser wird. Ich kann es nur hoffen, als Fan hofft man das immer. Man wird immer wieder kommen, man wird immer wieder hochgehen. Und was mir nur Gedanken macht, ist, sie rechnen jetzt schon mit 1 Million Verlust für nächstes Jahr. Auflagen von der DFL ist, das Fehlkapital in der Bilanz abzubauen. Nun, mit 1 Million Verlust wird das Fehlkapital aber höher und nicht abgebaut. Was ist dann mit der Lizenz? Diese Frage kam mir leider zu spät in den Sinn. Hätte ich gern den Herrn Grünewald mal gefragt. Ich hoffe, dass alles irgendwie gut geht, mir keine Punktabzüge oder sonst irgendwas bekommen. Und dass es sportlich einfach aufwärts geht. Und ja. Hallo Betzekobabbel, hier ist der Zen-Meister aus Mainz, der Jürgen. Ich kann nur eins sagen, vor einigen Jahren habe ich über Klinsmann gelacht, wie er die Buddhas auf das Trainingsgelände des FC Bayern auf der Säbener Straße hingestellt hat. Nach Samstagabend könnte ich eigentlich nur weinen. Mehr habe ich eigentlich nicht dazu zu sagen. Wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, vielen Dank für die erneut zahlreichen Nachrichten, die wir von euch erhalten haben. Wir haben noch ein kleines Extra. Wir schalten jetzt mal kurz live nach Nürnberg, wo uns der Paul zugeschaltet ist und der uns mal sagt, was er so von der Jahreshauptversammlung für sich mitgenommen hat. Ja, guten Abend, liebes Betzegebubble-Team. Hier spricht euer Paul. Servus. Komm, schieß los. Wie fandest du die Jahreshauptversammlung? Ja, allgemein zur Jahreshauptversammlung eine sehr interessante Veranstaltung, eine sehr lebhafte Veranstaltung. Grundsätzlich müssen wir mal festhalten, unser Verein lebt und das ist einfach ganz, ganz große Klasse. Es gibt Mitglieder, die sich für diesen Verein einfach einsetzen und auch wenn die Emotionen manchmal ein bisschen vielleicht über das Ziel hinausgeschossen sind und dem einen oder anderen vielleicht auch nicht gepasst haben. Das ist erstmal ein wirklich gutes Zeichen. Dieser Verein, der lebt, Vereinspolitik will und wird gemacht. Und einfach schön, das mitzuerleben, dass noch nicht alles in der Emotionslosigkeit versunken ist. Ich denke, der Verein auf jeden Fall, die Verantwortlichen, haben die Mitglieder unterschätzt, in welche Richtung das auch an dem Abend gehen wird. Man hat sich sehr auf die zahlreichen Anträge und Anfragen rund um Fritz Grünewald fokussiert, um den, um ihm da einen einigermaßen guten Abschied zu ermöglichen. Hat darüber hinaus aber wohl vergessen, dass es auch noch andere Personen gibt, die völlig zu Recht in den letzten Wochen und Monaten im Fokus der Kritik standen. Ich meine, hätten Sie mal Betzegebubble gehört, wir haben schon so oft über Rombach und den Aufsichtsrat gesprochen.
Ja, und Grombach kann einem aus menschlich-neutraler Sicht natürlich auch ein bisschen leid tun. Nicht inhaltlich, aber einfach, weil eben die Verantwortlichen da das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen haben. Er stand an dem Abend mit Ausnahme von Nick Riesenkampf eigentlich ziemlich alleingelassen da. Also niemand ist ihm wirklich mal zur Seite gesprungen. Klar, das Ding war dann auch irgendwann gelaufen und niemand wollte sich da natürlich dann noch da mit ins Feuer stellen. Aber trotzdem, für ihn sicher ein schwieriger Abend und ja, aber man muss sagen, inhaltlich war das unvermeidbar, dieser Schritt. Besteht jetzt Grund zur Freude? Ich weiß es nicht. Wir können erleichtert sein, da ist bestimmt auch ein Stück Genugtuung da, aber trotzdem, es gilt jetzt einfach fokussiert zu bleiben, jetzt einfach zu gucken, wie entwickeln sich jetzt die Vereinsgremien. Uns stehen da sehr spannende Wochen, nicht nur sportlich, sondern eben auch abseits des Platzes, bevor wir haben es gehört, was alles passieren soll in der Vorstandsumstrukturierung im NLZ. Und ja, lasst uns jetzt in der Erleichterung, die jetzt allgemein vorherrscht und sicher auch zu Recht, nicht vergessen, es geht jetzt weiter und es geht eigentlich auch jetzt erst richtig los. Wir müssen einfach schauen, wie der Aufsichtsrat in Zukunft arbeitet und wer weiß, vielleicht kommt da ja noch was nach. Das hat Grombach in seinem, wie ich finde, ziemlich unnötigen Auftritt bei Flutlicht hier auch nochmal durchblicken lassen. Vielleicht treten da ja noch ein oder zwei Aufsichtsräte zurück und dann wird sich nochmal mehr tun. Ich muss sagen, ich bin doch aber auch froh, dass es noch nicht den ganz großen Crash am Samstag gegeben hat, gerade mit Blick auf die Vorstände. Natürlich, deren Entlastung war auch ein Denkzettel und Fritz Grünewald, das geht auch ganz sicher nicht nur auf die fachliche Seite, sondern auch auf dessen Verhalten. Wir haben das auch schon oft angesprochen, auch ich als ja, Teammitglied von der Betzebrennt bin da öfter mal mit oder habe auch mal von ihm einen Watschen abbekommen. Seine Art war nicht immer die netteste und die freundlichste und damit muss er dann eben auch leben, dass er den Denkzettel dann eben auch auf diese Weise bekommt. Stefan Kunz natürlich hat noch ein relativ, naja, kann man das stabiles Ergebnis nennen. Er hat die Entlastung bekommen, aber auch er hat einen deutlichen Denkzettel bekommen und gerade in Bezug auf Stefan Kunz muss man einfach festhalten, die Rede war gut, er ist ein super Redner, aber inhaltlich haben wir ja auch schon an dem Abend besprochen, ja, nicht so angriffslustig wie in den letzten Jahren. Er hat sich sehr in das NLZ verstrickt und in die Details dort, aber ich meine, es ist natürlich gut, wir haben das ja oft auch gesagt, man muss sich nicht mit allen anlegen, aber doch überraschend und seien wir einfach mal gespannt, was dort in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Lasst mich noch was grundsätzlich loswerden. Zwei Dinge. Ich war überrascht, wie schlecht der Verein auf die Jahreshauptversammlung vorbereitet war. Das meine ich jetzt nicht im Aufbau, sondern in der Durchführung. Grombach war unheimlich fahrig, hat Tagesordnungspunkte vergessen und vertauscht, Anträge vergessen und vertauscht. Sehr peinlich, auf den Tageskarten, die der Verein ausgestellt hat, stand das falsche Datum. Es wurden Wortmeldungen verschludert bei der Einzelentlastung des Aufsichtsrats, wurden zwei Mitglieder vergessen. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Die wirken nach außen einfach ganz, 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 ganz peinlich und schwach. Und wenn die Rheinpfalz von einer peinlichen Versammlungsführung oder Durchführung spricht, dann spricht das eigentlich schon Bände. Und das andere, was ich noch loswerden möchte, Mensch, waren das zwei fantastische Tage mit euch. Wir haben uns alle gesehen, das ist ja leider auch nicht so der regelmäßige Fall, dass wir uns alle auf einem Haufen sehen, aber auch viele andere Leute, die man aus dem DBB-Forum kennt, die man von Twitter kennt, die man von Facebook kennt, die man in den letzten Jahren rund um die Spiele des FCK kennengelernt hat. Das war einfach super, es war schön, alle Leute zu treffen, richtige FCK-Familie, merkt man dann in so Momenten und ja, ich denke, da sind die Jahreshauptversammlungen einfach auch ganz, ganz tolle Termine. Und wie ich das eingangs gesagt habe, dieser Verein lebt und das ist einfach auch immer schön zu merken. Ich grüße alle, die ich jetzt in den letzten Tagen gesehen und getroffen habe, die mir über den Weg gelaufen sind. Und ich hoffe natürlich, dass ich bei der nächsten Folge dann auch mit wieder dabei sein kann. Liebe Grüße aus Nürnberg und ja, macht's gut, bis bald. Ja, Paul geht gar nicht, das war wieder sehr gut von dir. Grüße von Bitblock Flo. Ja, ich würde sagen, es war auch schön, den Paul zu sehen immer wieder, ja, also ich freue mich immer, den Paul zu sehen. Gut, dann fragen wir nochmal kurz nach, wie es mit der Betzelwurz aussieht. Wer fühlt sich da verantwortlich? Ja, Daniel, das mache ich. Ich muss mich leider wiederholen, denn die Betzelwurz geht heute wieder hungrig ins Bett. Wobei, ja, man muss jetzt aber auch mal sagen, dass heute, das war Folge mit Substanz, ja? Ja, das stimmt. Also heute ging es um Informationen und es wurde Fakte geschaffen, ja? Ja, yes. Man könnte meinen aber bei der heutigen Beute, dass sie im Fanknast sitzen wird. Also
Es kam nämlich nur 2 Euro vom Flo und 1 Euro vom Tommy hinein. Somit sind wir aktuell bei 174 Euro. Davon starke 126 Euro von unseren Hörern. Vielen Dank an euch und ein besonderes Dankeschön geht an den Betze-Steff, der uns auf der JHV 20 Euro überreicht hat. Kann man mal klatschen. Oh, Moment. Hier kommt gerade Dringlichkeitsantrag drin. Oh. Und zwar, mir liegt ein Twitter-Antrag vor vom User Francesco Di Noi. Er beantragt pro Feng Shui und pro Standortnachteil jeweils 1 Euro extra in die Betzewoods zu zahlen. Oh, das ist so teuer heute. Im Rahmen meiner Nachbearbeitung der Folge werde ich natürlich das nachträglich in den Shownotes veröffentlichen und abnicken. Ja? Folglich hier an dieser Stelle nur den aktuellen Stand der Betzewoods und den korrekten Stand erfahrt ihr dann nach Veröffentlichung der Folge. Bist gerecht. Alter. Ich müsste dann jetzt eine Zuschauer-Fan-Anleihe machen, weil das kann ich nicht leisten. Weltklasse. Dann haben wir die Betzewoods auch abgearbeitet. Dann sind wir ziemlich am Ende angekommen. Wenn ihr uns folgen wollt, dann könnt ihr das tun. Unter den gängigen sozialen Netzwerken wie Twitter unter dem Nick @betzegebubble, bei Facebook unter Betzegebubble der FCK-Podcast. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann schreibt ihr eine Rezension über unseren Podcast im iTunes. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, dass wir die nächste Folge, wann nehmen wir die auf? Irgendwann im Laufe der Winterpause, ne? Ja, vor der Rückrunde irgendwann müssen wir mal gucken, wenn wir da einen Termin finden. Ne? Genau. Also ich denke, es wird wohl wahrscheinlich nach der Transferperiode, so Anfang Februar, wird es wohl werden. Okay, gut. Dann übergebe ich das Wort nochmal an den Flo. Der wollte noch was sagen. Hab ich noch kurz was? Ich möchte mich im Namen des gesamten Teams und auch für den Paul, der heute leider nicht hier ist, für eure Treue bedanken in diesem Jahr. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt uns treu, bleibt dem Betze treu. Tommy, danke, dass du heute dabei warst. Hat Spaß gemacht. Macht's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Jahr. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.